Seien Sie herzlich willkommen im Hospitalhof, Sie hier vor Ort und alle diejenigen, die nachher die Aufzeichnung sehen werden und die Impulse und Gespräche des heutigen Tages mitverfolgen. Mein Name ist Monika Renninger, ich leite den Hospitalhof und ich bin Teil einer engagierten Vorbereitungsgruppe, die das Programm für diesen Tag konzipiert und auf den Weg gebracht hat, das Thema Wir, Heimat als Haltung. Wir, das ist der Schwäbische Heimatbund, die Landeszentrale für politische Bildung, das Deutsch-Türkische Forum, das Katholische Bildungswerk und der Hospitalhof, das Bildungs- und Tagungszentrum der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Wir also bereiten diesen Fachtag seit über einem Jahr vor und freuen uns sehr darüber, welch große Resonanz dieser Tag sofort gefunden hat. Es waren 180 Anmeldungen, heute sind wir etwas weniger, das ist aufgrund der neuen Nachrichten und Bestimmungen auch verständlich. Dass wir diesen Fachtag nun unter den Bedingungen der Pandemiestufe 3 durchführen, das war nicht abzusehen, als wir erst kürzlich die Entscheidung getroffen haben, doch vor Ort zueinander zu kommen und miteinander zu reden hier. Aber wir sind in den großzügigen Räumen des Hospitalhofs im Blick auf alle Hygiene- und Abstandsregeln gut aufgehoben. Dazu tragen auch die Mund-Nasen-Bedeckungen bei, die wir Sie bitten, auch während der Veranstaltung aufzubehalten. Wir achten die Verordnung des Landes, die ausdrücklich solche Veranstaltungen erlaubt. Wir haben das Thema in verschiedene Aspekte aufgefächert und dazu wunderbare Impulsgeberinnen und Impulsgeber gewinnen können. Denn Heimat, das ist vielfach umschrieben und immer wieder neu definiert worden. Resonanzraum, Muttersprache, Vaterland, himmlisches und irdisches, gemeinsames Engagement für einen Ort, an dem ein gutes Leben für alle möglich ist. Sie werden gleich dazu noch in den einführenden Worten von Josef Kreuzberger, dem Vorsitzenden des Schwäbischen Heimatbundes, ausführlicher dazu hören. Für mich persönlich ist in der Erfahrung der Corona-Pandemie eine Facette wichtig geworden, die ich vorher wohl kaum so beschrieben hätte, so ausdrücklich als Heimat. Aber ich versuche es mal so zu sagen, Heimat ist für mich da, wo eine Vielfalt an kulturellen Ausdrucksweisen, Musik, Theater, bildende Künste, Vorträge, Gespräche, wie selbstverständlich einfach dazugehört. In aller Freiheit, Freiheit der Kunst, im Einvernehmen, aber auch im Widerspruch und Widerspenstigkeit, im Irritiertsein ebenso wie im Hingerissensein. Und das ist eben gemeinsam zu erleben, wenn man sich als wir versteht. Ich erlaube mir eine theologische Metapher, schließlich sind wir im Hospitalhof und schließlich bin ich Pfarrerin und versuche es mal so zu sagen, ich weiß natürlich, dass Brot wichtiger ist, wenn es ums Überleben geht, aber wenn es ums Leben als Ganze geht, dann brauchen wir mehr. Wir brauchen all das, was zurzeit oft nicht in der ersten Reihe steht. Und ich erlebe, dass man sich in der eigenen oder in der zu eigen gemachten Kultur ausdrücken darf und kann, das ist lebensrelevant. Schließlich geht es ums liebe Leben. Nicht umsonst, und das nur in Klammer gesagt, redet die Theologie von Brot und Wein, von Lebensnotwendigen und von dem, was das Meer an Leben ausmacht. Heimat also ist für mich da, wo ich das Lebensnotwendige und das Meer an Leben vorfinde. Und zwar nicht ich allein, sondern wir. Ich freue mich aufs gemeinsame Nachdenken und auf unser Gespräch. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Mutterem Arras, verehrte Referentinnen und Referenten, liebe Mitglieder des Schwäbischen Heimatbundes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Vorsitzender des Schwäbischen Heimatbundes darf auch ich Sie recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie trotz dieser Corona-Warnstufe 3 gekommen sind. Wir alle wollen den Kulturbetrieb so lange wie möglich aufrechterhalten und haben uns deshalb gemeinsam entschieden, diese Veranstaltung trotzdem durchzuführen. Natürlich entsprechend den geltenden Hygienevorschriften, wie es gerade die Frau Renninger erläutert hat. Wir werden
gerade auch in diesen schwierigen Tagen, da sich zum Beispiel in Griechenland auf der Insel Lesbos dramatische Szenen abspielen mit Menschen, die einfach eine sichere Bleibe suchen, immer wieder gefragt, was denn nun Heimat eigentlich sei. Natürlich fühlen wir uns als Heimatbund dazu berufen, dazu Stellung zu nehmen. Doch dann, das geht vielen von uns so und Ihnen womöglich auch, stellt sich heraus, dass man diese Frage gar nicht so einfach beantworten kann. Jede Bürgerin und jeder Bürger unseres Landes, die Alteingesessenen, die Hinzugekommenen, alle verstehen unter Heimat offenbar etwas anderes. Es ist kein allgemeingültiger, sondern ein ganz individuell geprägter und auf jeden Fall vielschichtiger Begriff. Für manche ist Heimat der Geburtsort, für andere der Ankunftsort. Für manche ist Heimat ein Gefühl, ein Teil der Identität und Gemeinschaftsstiften. Für andere ist Heimat ein Begriff der Ausgrenzung, als der Ort, an dem man sich am besten von allem Fremden abgrenzt. Für wiederum andere ist Heimat das, wo man auch als Fremder offen und herzlich aufgenommen wird. Eines dürfte für Sie alle aber ganz sicher sein. Der Schwäbische Heimatbund, und damit spreche ich bestimmt auch für die übrigen Mitveranstalter, wendet sich offen und unmissverständlich gegen alles, das ausgrenzt und gegen alles, was Heimat zu einem Rückzugsort für nationalistische Gedanken machen will. Ein offenes Heimatbild, wie wir es vertreten, und eine rückwärtsgewandte Leitkultur, das geht nach unserem Verständnis nicht zusammen. Wir machen uns als Schwäbischer Heimatbund also darüber Gedanken, was Heimat ausmacht, nicht was Heimat vermeintlich ist. Denn das Sein scheint mir eher statisch zu sein, das Ausmachen hingegen schließt Veränderungen und Kommunikation mit ein. Damit bin ich beim Thema unserer Tagung. Wir, Heimat als Haltung. Es dreht sich dabei um die Fragen, was hält eine Gesellschaft eigentlich zusammen? Wo ist der Kitt in Zeiten der Spaltung? Übrigens auch in Zeiten, in denen das Miteinander durch die Pandemie sich neu definiert. Was sorgt dafür, dass ich mich in einer Gemeinschaft zugehörig und in ihr akzeptiert und geborgen fühle? Das ist meines Erachtens gerade in unserer sehr mobilen Gesellschaft ein wichtiger Faktor, weil sich Gemeinschaften ständig neu formieren. Wie gelingt Verständigung und Mitreden und damit letztendlich auch Integration? Wobei ich hier auch deutlich machen möchte, dass Integration immer ein gegenseitiger Prozess ist. Es gilt nicht nur, sich zu integrieren als Hinzukommender, sondern auch Integrationshilfen zu geben. Das ist das, was uns von den Ewiggestrigen unterscheiden sollte. Wir wollen aufzeigen, dass Heimat ein offenes Phänomen ist, das sich verändert und im Wandel ist, dass man Heimat nicht festschreiben kann, um politische Ziele zu verfolgen. Und wir wollen vor allem Haltung zeigen gegen eine nationalistische Vereinnahmung des Begriffs. Eine Politik, die Heimat stärken soll, darf niemals darauf ausgerichtet sein, auszuschließen. Im Gegenteil, muss Heimat immer als inklusives Projekt gedacht werden. Es muss darum gehen, dass Menschen sich akzeptiert fühlen, dass sie Geborgenheit erfahren und dass sie offen empfangen werden. Heimat ist nichts Objektives. Heimat ist für jeden Menschen eine subjektive Sache, ein persönliches Empfinden. Heimat
liegt immer ein Gefühl zugrunde. Geborgenheit, Akzeptanz und vielleicht auch Liebe. Und Heimat muss in die Zukunft weisen. Heimat ist der Ort, den wir als Gesellschaft immer wieder und immer wieder aufs Neue schaffen müssen. Wir, der Schwäbische Heimatbund, freuen uns deshalb ganz besonders, dass diese Veranstaltung in einer breiten Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung, dem Evangelischen Bildungszentrum, dem Katholischen Bildungszentrum und dem Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart zustande gekommen ist. Dafür an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Ein besonderer Dank geht an die Abteilung Integrationspolitik der Stadt Stuttgart sowie den Sparkassenverband Baden-Württemberg. Beide Einrichtungen unterstützen die heutige Veranstaltung großzügig. Ein Dank auch an alle Mitwirkenden, unseren renommierten Gästen, der Moderatorin Frau Adrienne Braun, aber auch an die vielen Helfer im Hintergrund. Ihnen allen ein Dankeschön dafür, dass Sie trotz Corona gekommen sind, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Leider Corona-bedingt mit etwas weniger Gästen als ursprünglich geplant. Ich wünsche nun uns allen einen interessanten und ertragreichen Nachmittag und Abend, anregende Vorträge und gute Gespräche trotz Abstand und Mundschutz. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen auch von mir, Reinhold Weber, Landeszentrale für politische Bildung. Resonanz, Unverfügbarkeit, Beschleunigung, Entfremdung. Das sind nur vier Schlüsselbegriffe des Schaffens von Professor Dr. Hartmut Rosa. Er ist einer der führenden Soziologen im deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus. Er analysiert unsere Gesellschaft, er analysiert unser Zusammenleben und er analysiert auch unsere Demokratie, die nicht nur im Stresstest ist, wie die Bundesverfassungsrichterin Professorin Susanne Bär kürzlich vor etwa zwei Wochen in einer Veranstaltung der Landtagspräsidentin Arras sagte, unsere Demokratie ist nicht nur im Stresstest, sondern sie sei bereits mittendrin im Stress, im tatsächlichen Stress. Und er, Professor Hartmut Rosa, fordert unter anderem eine konsequente Neuausrichtung unserer Gesellschaft. Ich will das nun nicht zusammenfassen, aber ich darf Sie ganz kurz vorstellen, lieber Herr Rosa. Er lehrt Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und er ist Direktor des renommierten Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt. Von der Aufzählung der zahlreichen Preise und Würdigungen will ich hier absehen, schließlich soll er ja selbst noch zu Wort kommen. Lieber Herr Rosa, ganz herzlichen Dank, dass Sie trotz der widrigen Umstände, wir haben heute früh noch rasch telefoniert, ob alles klappt oder auch nicht, dass Sie trotz dieser widrigen Umstände zu uns gekommen sind. Bei der Vermittlung mit Herrn Rosa war uns die Landtagspräsidentin Arras behilflich. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr herzlichen Dank auch, dass Sie sich Zeit nehmen heute Nachmittag, liebe Frau Arras. Und heute Abend sehen wir Sie dann ja selbst auf der Bühne. Lieber Herr Rosa, Ihr Vortrag hat den Titel Heimat als Resonanzraum. Das Coronavirus hat unser aller Verhältnis zur Heimat sicherlich verändert, für manche zwangsweise, indem sie zu Hause bleiben mussten, in welchem Kontext auch immer. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie haben die Bühne, Herr Rosa. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Arras, sehr geehrte Frau Remminger, sehr geehrter Herr Weber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass es noch klappt. Ich war auch im Zweifel heute Morgen, dachte, das kann doch irgendwie nicht gut gehen, aber ich glaube jetzt, das kann schon gut gehen. Wir haben Abstand genug und Interesse genug und alle Vorkehrungen getroffen. Und deshalb glaube ich, ist das sehr schön, miteinander über Heimat nachzudenken. Sie haben es ja schon gehört, das ist ein schwieriger Begriff, ein umkämpfter Begriff.
ich weiß gar nicht, ob man es gibt in der Philosophie das schöne Wort essentially contested, das heißt sozusagen dem Wesen nach umstritten. Es gibt Begriffe, deren Funktion liegt geradezu darin, dass man sich nicht ganz einig ist, was sie eigentlich sind. Ja, Demokratie ist auch so einer. Ja, da wird immer, dass man darum ringt, gehört schon zur Natur dieses Begriffs selber. Aber ich fand die Art und Weise, wie Sie hier das Thema geframed haben, würden wir sagen, also wie Sie Heimat zum Thema machen, finde ich ganz hilfreich und wirklich interessant. Es hat mich direkt angeregt, zu sagen, kann Heimat eine Haltung sein? Diese Idee sozusagen elektrisiert mich, weil das meine Arbeit in den letzten Jahren sowieso war, nämlich zu fragen, was für eine Welthaltung, ich habe es Weltbeziehung genannt, man kann auch sagen, welche Beziehungen gehen wir ein zur Welt, in der wir leben. Und dann ist ja jetzt sozusagen die These in dem Titel Heimat als Haltung, Heimat ist eine bestimmte Form der Weltbeziehung, eine bestimmte Art und Weise mit der Welt, mit der Umwelt, in die wir dann dargestellt sind, in Beziehung zu treten. Diese Art der Beziehung ändert sich immer wieder. Ich meine, Corona ändert auch die Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung treten. Ja, schon physisch mit den Masken, dann auf Abstand, dann aber auch mit einer gewissen latenten Aversion, sagt Georg Simmel. Der sagt, das gehört sowieso zur Moderne. Der andere könnte gefährlich sein. Ja, bleib mir vom Leibe, sozusagen. Das zieht Corona nach sich. Sogar da in den Räumen, ja, vielleicht nicht in den Räumen, in denen sie sich wirklich zu Hause fühlen, ja, weil sie da vielleicht mit ihren Liebsten sind, wo diese Angst dann noch nicht herrscht. Aber es ist interessant, über die Art und Weise der Weltbeziehungen, des In-Beziehung-Tretens zueinander nachzudenken. Und Georg Simmel zum Beispiel, ein Soziologe, der um die Wende zum 20. Jahrhundert geschrieben hat, also um 1900 herum, der sagt, naja, die moderne Gesellschaft, für ihn ist die Großstadt der Inbegriff der modernen Gesellschaft. Vielleicht ist es auch interessant, dass die Großstädte jetzt die Corona-Hotspots sind, ja, wo die Angst, der andere könnte gefährlich sein, noch stärker ist als auf dem Land, glaube ich. Aber Georg Simmel sagt, das gehört zur Moderne sowieso. In der Großstadt begegnet man dem anderen, insbesondere den anderen Menschen, mit latenter Aversion. Man sieht es daran, benutze ich immer an der Universität für meine Studierenden, indem ich sage, wenn sie einen Bus betreten, der fast leer ist, ja, und vorne in der ersten Reihe sind ja normalerweise 4 Sitze, 2 links, 2 rechts, einer davon ist besetzt, dann setzen sie sich ganz bestimmt nicht sofort neben den Menschen. Ja, wahrscheinlich nicht mal in die gleiche Reihe, sondern 3 Reihen dahinter oder so. Ja, das ist, sagt Simmel, latente Aversion, komm mir bloß nicht zu nahe. Wenn sie da schon sitzen und es kommt einer rein und der Bus ist leer und der setzt sich direkt neben sie, dann kriegen sie Angst. Also Simmel sagt, in der Großstadt ist so, man geht sich eigentlich aus dem Weg. Ja, man hat nichts gegeneinander, man schlägt sich nicht, aber man bleibt auf Abstand. Und er sagt, interessanterweise, wir entwickeln sogar eine ähnliche Beziehung zu den Dingen und Ereignissen. Ja, er nennt es eine Haltung der Blasiertheit. Für meine Studierenden übersetze ich das immer als Coolness. Ja, egal was passiert, man bleibt halt cool. Guck mal, dahinter ist eine Python. Ist doch mir egal, sinngemäß. Das ist Coolness. Latente Aversion gegen andere und Blasiertheit gegenüber den Dingen. Man muss die Weltbeziehungen der modernen Gesellschaft nicht so beschreiben. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn Sie Heimat sagen, Sie eine Veränderung der Beziehung zu Menschen und Dingen im Sinn haben. Ja? Heimat ist der Ort, ich glaube, man fühlt es schon physisch, ja, wenn wir Welthaltung sagen. Ich meine das wirklich sehr physisch, ich möchte eine Soziologie betreiben, die durchaus die körperliche, die emotionale Dimension mit in den Blick nimmt. Und wir stehen je nach Kontext, wo wir sind, anders da, schon körperlich. Ja, wenn Sie zum Beispiel in einer Prüfungssituation sind oder vor Gericht, stehen Sie irgendwie eigentlich so direkt in einem Kampfmodus eigentlich. Ja. Und im Grabbeltisch am Supermarkt haben Sie auch eine bestimmte Haltung, eigentlich eine, in der Sie eigentlich alles ausblenden, außer dem Schnäppchen, das Sie machen wollen oder so. Und so ist es in der U-Bahn oder im Lift, das ist hochinteressant, Weltbeziehungen zu untersuchen. Was für eine Beziehung nehmen wir im Lift, im Fahrstuhl ein zum anderen? Eigentlich gar keine. Ja. Der ist zwar physisch ganz nahe, aber ich tue so, als sei er nicht da. Ja. Ignorieren, so gut es geht. Ist auch ein Moment der Blasiertheit. Und wenn Sie Heimat sagen, da stellen Sie sich was anderes vor. Also es ist eine andere Form der Beziehung. Ich würde wirklich sagen, es fühlt sich physisch anders an.
Der eine, in der man aufatmet geradezu, in der man die Brust öffnet, in der man auch ein Interesse an dem hat, der mir da entgegenkommt, ja, weil ich den kenne im Dorf zum Beispiel, wo ich ja auch herkomme und den grüße und auch seine Geschichte kenne. Und diese Haltung hat man auch zu den Dingen. Ja, der Baum da ist eben nicht irgendein Baum, der mir vielleicht nur im Weg steht, sondern das ist die Linde, unter der wir damals gespielt haben oder so, oder was immer das sein mag. Für die Deutschen ist es seit der Winterreise die Linde am Brunnen vor der Tore. Doch, da steht ein Lindenbaum. Kann auch ein anderer sein. Ja. Also die Bäume, die Wälder, die Felsen sogar. Man hat Erinnerungen daran. Sie scheinen zu sprechen. So stellen wir uns jedenfalls Heimat vor, jedenfalls seit der Romantik. Aber vielleicht denken Sie auch nicht an Wald und Baum, sondern an das Haus, ne, oder so, oder an das Zimmer oder an die Wohnung. Denken Sie an die Differenz, ich meine das ganz wörtlich, was ist die Differenz zwischen ich bin in einem Hotelzimmer und ich bin in meinem Zimmer zu Hause? Die Art der Beziehung, die wir haben zum Sofa, zum Tisch, zum Stuhl, zum Bett, zur Tapete, zum Ausblick aus dem Fenster ist eine andere. Wir haben, und das zeigt übrigens das zeigt tatsächlich die Geografie sehr, sehr gut, ja. Das Raumverhältnis ändert sich, wenn Sie Kind sind und irgendwo aufwachsen. Ja. Dann haben Sie sozusagen ein holistisches Raum- und Raumverständnis. Ja. Alle Dinge scheinen Ihnen interessant. Erstmal scheinen dem kleinen Ding sogar alle Dinge belebt. Ja, das schimpft dann mit dem Stuhl. Du blöder Stuhl, geh da weg, wenn er im Weg steht oder so. Aber erstmal sozusagen erschließen wir uns den Raum in seiner Ganzheit. Ja, und als Kind kennen Sie dann früher oder später, wenn Sie an einem Ort aufwachsen, an einem festen Ort, jeden Winkel und auch die Sachen, die Ihnen ein bisschen unheimlich sind, ja, und die Stellen, wo Sie nicht so gern hingehen und da, wo es gut riecht. Und irgendwann kennen Sie sozusagen jeden Stein und jede Hecke und jeden Hund, der Ihnen da vielleicht begegnet. Das heißt, Sie nehmen Raum in der Ganzheit wahr. Wenn wir hingegen, das machen Sie vielleicht auch noch, wenn Sie das erste Mal umziehen, ist interessant, wenn man dahin zurückgeht, wo man vielleicht, wenn man als Studierende oder Studierender von zu Hause fortging, da nochmal ans erste Wohnheim oder so zurückkehrt, ist so eine Mischung der Wahrnehmung. Aber wenn Sie 10-mal umgezogen sind, da, und auch in vielen anderen, selbst wenn Sie im Urlaub sind oder so, dann entwickeln wir in der Regel eine instrumentelle Beziehung zum Raum. Ja, ich muss wissen, wo der Arzt ist, wo die Bushaltestelle ist, wo der Geldautomat steht und wo ich einkaufe. Was dazwischen ist, interessiert mich eigentlich nicht mehr. Ja, und auch zu diesen Räumen habe ich nur eine instrumentelle Beziehung. Beim Geldautomat interessiert mich eben sozusagen, was ich da machen muss. Ja, nicht unbedingt das Ambiente oder so. Oder wie er riecht oder sich anhört oder so. Das heißt, wir entwickeln eine instrumentelle Beziehung zum Raum. Und ich glaube jetzt einfach, wenn wir Heimat sagen, meinen wir eigentlich eine andere Form oder eine spezifische Form des in der Welt Seins. Deshalb kann ich die Veranstaltenden hier echt beglückwünschen. Heimat als Haltung finde ich schon ganz interessant. Ne? Weil sie dann sehen, diese Haltung hängt nicht an einem spezifischen Raum oder so. Es hängt eher an uns eigentlich, zu was wir diese Haltung einnehmen. Und sehr viele haben zu dem, was wir, wenn wir Heimat territorial oder geografisch oder biografisch denken, eher eine Entfremdungshaltung. Ja, Heimat ist der Ort, wo mir alles zuwider ist. Ja, also das kann man dann auch sagen. Ja, da, wo ich aufgewachsen bin, das ist der Ort, wo, wenn ich die Leute schon sehe, ja, habe ich genug. Ah, und es stinkt immer noch aus dem, ich weiß nicht was, aus dem Abfluss oder sonst wo. Also der Ort bestimmt ja nicht die Haltung. Also was ich sagen will ist, diese Haltung, Heimat, ich nenne das, auf was ich hinaus will, ist sozusagen ein anverwandelter Weltausschnitt, der zu mir spricht. Ja. Das muss nicht der Herkunftsort sein, logischerweise. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Ich habe gelegentlich darüber geschrieben und gesagt, das kann vielleicht die DB-Lounge sein oder so, oder im ICE das Restaurant oder so, wenn Sie viel da unterwegs sind oder eben. Oder eine Hotellobby, die sehen ja alle gleich aus. Ja, das künstliche Kaminfeuer bei Motel One, es ist mir egal was. Ja. Heimat ist eine bestimmte Form der Beziehung zur Welt und die ist nicht in der Sache festgelegt. Und jetzt lohnt es sich aber, diesen Kontrast, zwei Welthaltungen, ein bisschen herauszuarbeiten. Und da ist meine These irgendwie, da ist nicht die, meine These irgendwie, sondern meine These ist, dass moderne Gesellschaften dazu neigen, und zwar würde ich sagen, aus zwei Gründen, aus kulturellen Gründen und aus strukturellen, institutionellen Gründen, ökonomischen Gründen von mir aus,
eine Haltung zur Welt einzunehmen, die nicht die Heimathaltung ist. Ja, deshalb scheint uns Heimat immer schon das Verlorene, das Sehnsüchtige, eine Sehnsucht nach einer anderen Weltbeziehung. Und es ist übrigens eine Illusion, wenn wir diese Weltbeziehung einfach zurückprojizieren. In der Kindheit war es noch so, ja, das war nicht die Welt so, sondern die Art, wie wir mit dem Raum oder der Zeit in Beziehung getreten sind. Aber es ist schon gar nicht so, dass zu früheren Zeiten diese Haltung einfach möglich gewesen wäre. Ich werde da nachher nochmal was darüber sagen. Aber die moderne Gesellschaft hat eine Art von Weltbeziehung priorisiert oder im Wesentlichen herausgearbeitet, die eine andere Welthaltung ist als das, was wir meinen, wenn wir Heimat sagen. Was ist unsere dominante Welthaltung? Ich bin in letzter Zeit, denke ich, darüber nach, ob man nicht einen Begriff von Charles Taylor, dem kanadischen Sozialphilosophen, dafür verwenden kann. Der ist aber in einem engeren Sinne benutzt als ich. Der sagt, am Anfang der Moderne steht sowas wie eine spirituelle Unabhängigkeitserklärung. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass er das spirituell nennt. Er meint nicht damit eine bestimmte religiöse Haltung oder so, sondern er meint eine Art von existenzieller Grundpositionierung, die man durchaus mit dem, was wir hier mit Haltung meinen, übereinbringen kann. Weil er meint, die Moderne entwickelt diese Idee, dass man der Welt gegenüber in eine gewisse Distanz geht, insofern, als man sie in Frage stellt und als wir selber bestimmen möchten. Ja, Selbstbestimmung ist ganz wichtig und ich möchte die auch gar nicht kritisieren, sondern nur schauen, was da passiert und warum Heimat darauf reagiert. Also, die Taylor'sche Idee ist, die Welthaltung, die wir in der modernen Gesellschaft ausbilden, ist eine der spirituellen Unabhängigkeit. Und das heißt, ich nehme nicht einfach hin, was mir vorgegeben wird. Na, die Kirche hat mir nicht einfach vorzuschreiben, wen ich zu lieben habe oder ob und was ich, wo ich zu wohnen habe und dass ich zu beten habe und wie ich mich zu kleiden habe oder so. Das ist erstmal eine spirituelle Unabhängigkeit gegenüber der Religion. Das heißt nicht, dass ich mich gegen sie entscheiden muss. Aber wenn ich mich für sie entscheide, tue ich das aus freien Stücken. Ja, nicht, also das ist auch ein Moment spiritueller Unabhängigkeit. Das heißt nicht, dass ich alle hasse oder zerstöre oder so, sondern das heißt, ich erkläre mich erstmal als die selbstentscheidende Instanz. Also ich lasse mir nicht einfach von der Kirche sagen, was richtig und falsch ist und was ich tun muss. Aber ich kann mich natürlich für Kirche entscheiden. Das Gleiche gilt für den König. Ja. Es gibt überhaupt niemanden, der mir einfach zu sagen hat, qua seiner Persönlichkeit oder seiner Geschichte, was ich zu tun habe. Ja, spirituelle Unabhängigkeit. Damit geht natürlich einher, dass wir uns aber irgendwie Gesetze und Ordnungen geben müssen. Und das machen wir demokratisch. Und die Grundidee der Demokratie ist nicht, dass uns die Kanzlerin oder der Kanzler sagen, was wir zu tun haben, sondern dass wir selber uns auf Gesetze und Regeln bestimmen. Und weil wir nicht jeden Tag darüber nachdenken können, richten wir dann Ämter ein und zum Beispiel eine exekutive Regierung oder ein Parlament, in dem verhandelt wird und eine Regierung, die entscheidet. Aber die Idee ist, spirituelle Unabhängigkeit, wir selbst entscheiden, wie wir leben wollen. Ne? Nicht ein König oder sonst jemand. Und das gilt für Lebensformen insgesamt und es gilt auch gegenüber, ich hatte gestern auf der Frankfurter Buchmesse wurde das gesendet, das ist schon ein bisschen älter gewesen, ein Gespräch mit Bruno Latour, dem französischen Soziologen, und der hat gesagt, ja, ganz unabhängig von dieser Idee spiritueller Unabhängigkeit, die Moderne ist ein Bruch mit der Vergangenheit. Ja, auch das ist ein Moment spiritueller Unabhängigkeit. Wir lassen uns nicht, also keine Verhaltensweise gewinnt ihre Legitimität einfach dadurch, dass wir das schon immer so gemacht haben. Ja, wir wollen nicht einfach blind an Tradition und Konvention gebunden sein. Das heißt nicht, dass wir nicht manche Sachen, die wir dann für sinnvoll halten, fortsetzen können. Aber grundsätzlich wollen wir Sachen selbst machen und neu machen. Und wenn etwas schlecht ist, muss es weg. Die Ausrichtung ist nicht die, dass wir den Vorvätern oder Vormüttern oder den Vorfahren getreu sein müssen und Traditionen aufrechterhalten müssen. Die Moderne hat ihren Erfolg dadurch erzielt, dass sie gesagt hat, wir können brechen mit der Vergangenheit, neu anfangen, Dinge anders machen, Dinge besser machen. Deshalb ist das eine Art von spiritueller Unabhängigkeit von der Geschichte. Und schließlich, und das war Taylors eigentliche Idee, ich habe das jetzt sozusagen einfach ausgeweitet, spirituelle Unabhängigkeit von der Natur. Ja, wir stellen uns der Natur gegenüber und bearbeiten sie, verändern sie, nutzen sie natürlich auch. Ja, machen sie zur Ressource und zum Objekt. Aber wir lassen uns nicht vorschreiben von der Natur, wie es ist. An der Stelle fallen mir immer räumliche Bedingungen ein. Ob es hier drin heiß oder kalt ist, entscheiden wir.
ja, mit dem Griff zur Heizung und zum Thermostat, nicht die Natur da draußen. Und ob es hell oder dunkel ist, Sie sehen die Scheinwerfer hier im Licht, entscheiden wir und nicht die Natur da draußen. Und wir können auch dröhnende Musik hinmachen oder ganz große Stille. Und wir können einen Fliedergeruch oder einen Tannengeruch machen, völlig egal, was für eine Jahreszeit da draußen ist. Ja, das ist spirituelle Unabhängigkeit. Übrigens, die geht natürlich sehr weit, die geht immer weiter. Im Radikalfall dahin, dass wir entscheiden, ob wir ein Mann oder eine Frau sind. Das hört sich dann immer lustig an oder so, als würde ich mich darüber lustig machen, und das will ich überhaupt nicht. Das will ich wirklich nicht, weil dahinter stehen auch sehr, sehr wichtige, sehr ernsthafte Probleme und auch sehr interessante Phänomene. Aber ich will nur sagen, wir dehnen diese Grenze gegenüber dem, was Natur sein kann, immer weiter aus. Deshalb finde ich ziemlich plausibel zu sagen, eine Grundhaltung der Welt gegenüber, die moderne Gesellschaft erst einmal einzieht, ist eine spirituelle Unabhängigkeit. Und natürlich gilt es auch für unseren Umgang miteinander. Ja, der andere hat mir erstmal gar nichts zu sagen. Heißt nicht, dass ich mich nicht in ihn verlieben kann oder mit ihm Freundschaften eingehen kann oder so, aber er kann nicht bestimmen. Das ist die kulturelle Seite, die sozusagen schon deren Grundidee natürlich Autonomie, Selbstbestimmung ist oder Souveränität, wenn es um Kollektivität geht. Souveränität, der politische Begriff der Souveränität ist sehr interessant, der nämlich genau das sagt. Wenn das Volk das Souverän ist, dann gibt es keine Kirche, kein König und kein anderes Volk oder Land, das mir vorschreiben kann, wie ich leben soll. Ich lasse es einfach mal dabei und lassen Sie uns mal ganz kurz zur institutionellen Seite gehen. Wir haben auf dieser Basis, ich glaube wirklich auf dieser kulturellen Grundorientierung, dann ein insbesondere ökonomisches System etabliert. Es ist aber nicht nur ein Problem der Ökonomie, sondern eines der grundsätzlichen Einrichtungen moderner Gesellschaften, das darauf basiert, dass wir uns nur durch Steigerung erhalten können. Ja, so lautet mein Mantra jetzt seit vielen Jahren, weil das brauche ich irgendwie bei den meisten Vorträgen, weil es eben für mich eine wichtige Grundansicht ist. Für mich ist die moderne Gesellschaft nicht dadurch geprägt, dass sie wächst oder beschleunigt, weil das, wenn Sie sich die Zivilisationsgeschichte anschauen, finden Sie das eigentlich wirklich durch die Geschichte hindurch, das nimmt nur immer mehr zu. Also wachsen oder beschleunigen, das ist nicht ein Spezifikum der modernen Gesellschaft. Aber dass wir wachsen und beschleunigen müssen, um so zu bleiben, wie wir sind, das ist historisch einmalig. Das gab es vorher einfach nicht. Gesellschaften haben sind gewachsen zum Beispiel oder haben eine neue Beschleunigungstechnologie entwickelt aus verschiedenen Gründen. Ja, mal weil ihnen ein Rohstoff ausging und da mussten sie Sachen neu machen und dann fiel ihnen eben was Besseres ein zum Beispiel. Mal weil sie unter Feindesdruck standen, da standen irgendwie irgendein feindliches Heer oder so vor dem Tor und da mussten sie irgendwie das schlagen und dann haben sie innoviert. Oder manchmal einfach auch aus Neugierde. Ja, weil Menschen neugierig und faul sind. Das sind wir tatsächlich beides. Oder sind sie auf die Idee gekommen, boah, ich habe was gefunden, da kann ich mir die Arbeit sparen. Natürlich haben wir das dann immer gemacht. Ne? Aber das waren dann sozusagen zufällige Entdeckungen, neugierige Entdeckungen oder Entdeckungen unter Druck von außen. Aber diese Gesellschaft hier, und das ist eben neu, die muss jedes Jahr wachsen. Ja, alle unsere Politiker und Politikerinnen von der Linken bis zur AfD sind sich darin eigentlich einig, dass wir irgendwie Wachstum in Gang halten müssen. Weil, wenn wir nicht wachsen, und wachsen hängt immer zu, übrigens, wenn wir nicht wachsen, müssen wir umso mehr beschleunigen. Da müssen wir nämlich effizienter sein, rationalisieren, optimieren an allen Hinsichten. Weil wenn wir das nicht tun, können wir das Gegebene nicht erhalten. Ja, dann verlieren wir unsere Arbeitsplätze. Dann schließen die Firmen, dann sinken die Steuereinnahmen, dann schrumpfen die Spielräume politischer Gestaltung. Da können wir uns solche Veranstaltungen nicht mehr leisten. Dann können wir das Gesundheitssystem nicht bezahlen, das Bildungssystem nicht aufrechterhalten, die Renten nicht bezahlen und so weiter. Und deshalb ist es so, dass wir jedes Jahr einen Zahn zulegen müssen, um das bestehende System zu erhalten. Das ist historisch einmalig und ich will darauf jetzt gar nicht rumreiten und sagen, wir müssen also eine Wachstumskritik machen oder so. Ich will nur sagen, das verbindet sich jetzt mit der Idee spiritueller Unabhängigkeit und mit der Idee, dass unser Leben besser wird, wenn wir Welt in Reichweite bringen, wenn wir Welt verfügbar machen, das gehört zur Unabhängigkeit dazu. Und das ist meine These, die können wir gerne nachher diskutieren. Sie entwickelt grundsätzlich eine Art von Aggressionshaltung zur Welt. Wir müssen uns steigern, wir müssen optimieren. Wir fühlen uns auch immer bedroht in dieser Lage übrigens, ja, natürlich von den anderen. Insbesondere über den Modus des Wettbewerbs und der Konkurrenz wird diese Steigerungslogik auch in unsere individuelle Orientierung übersetzt. Und das führt dann dazu, ich meine, das führt zu dem, was wir im Moment haben. Ich nenne das parametrische Optimierung. Wir schauen uns alle immer mehr Lebensprozesse an,
und machen sie sozusagen quantifizierbar. Ja, zum Beispiel hat mir gerade mein 18-jähriger Neffe vor 2 Wochen oder so eine SMS geschickt. Er muss jetzt unbedingt die neue Apple Watch haben. Und da habe ich gesagt, ach, wieso denn? Ja, weil die misst den Sauerstoffgehalt im Blut. Ja, super neue Technologie von Apple, ausschließlich menschenfreundlich gemeint. Also dieses Teil, ich weiß nicht genau, wie sie das macht, misst, wie viel Sauerstoff ich im Blut habe. Dann habe ich ihm gesagt oder zurückgeschrieben, dass ich noch nie wissen wollte, wie viel Sauerstoff ich im Blut habe. Woraufhin er meinte, dass das verantwortungslos sei von mir, jedenfalls in meinem Alter. Weil wenn man nämlich den Sauerstoffgehalt im Blut misst, dann kann man früh gewarnt werden, dass man vielleicht einen Schlaganfall kriegt oder einen Herzinfarkt oder andere Sachen. Ne? Oder dass man Covid hat. Wenn der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, weißt du, dass du krank bist. Und wenn du sagst, ich brauche das nicht, dann bist du einfach asozial. Ja, weil da wirst du irgendwie krank. Das ist erstens ein Problem für deine Familie und zweitens verursacht es riesige Kosten im Gesundheitssystem. Und damit, was ich sagen will, ist parametrische Optimierung. Schon haben wir einen neuen Parameter. Ja. Und am Anfang lachen wir drüber, aber bald haben wir den. Und da kommt wirklich sozialer Druck rein, dass man sagt, Mann, du weißt doch, du hast es am Herz. Du solltest immer deinen Sauerstoffgehalt wissen. Und dann zu sagen, ich mache das nicht, kriegen sie Vorhaltungen vom Arzt und von den Neffen und von allen möglichen anderen auch. Und wahrscheinlich bald auch von der Krankenkasse. Und irgendwann kommt es einem auch selber blöd vor. Stimmt eigentlich. Ich hätte das sehen können. Ne? Aber so geht es uns mit immer mehr Dingen. Ja? Die Schrittzahl hätte sie vor 10 Jahren auch nicht interessiert. Ihr Handy misst sie aber. Ja. Und in dem Moment, wo man so, und auch 1000 andere Sachen, ja, und in dem Moment, wo ein Parameter sichtbar ist, wird er vergleichbar. Ne, ich habe so viel Prozent Sauerstoff, ich weiß gar nicht, was gut wäre. Wie viel haben Sie? Wie viel sollte es denn sein? Ja, und in dem Moment, wo ich Zahlen, also erst mache ich sie sichtbar, dann mache ich sie vergleichbar, dann mache ich sie optimierbar. Ne, sie sollten ein bisschen an Ihrem Sauerstoffgehalt im Blut arbeiten. Ich weiß nicht, ob er rauf oder runter sollte. Ich weiß gar nicht, ob er jemals runter muss. Aber egal, man kann die Dinge optimieren. Ja, das Gewicht optimieren, den Body Mass Index optimieren, den Blutdruck optimieren. Den messen ja sowieso, das ist auch eine neue Obsession. Ja, jeden Tag mindestens 3-mal den Blutdruck. Die Schrittzahl, auch die Schlafdauer. Ich weiß nicht, ob Sie gucken, ob Sie gesunden Schlaf haben, das sagt Ihnen Ihre Apple Watch auch, und so weiter. Und das ist leider nicht nur lustig, weil wir natürlich in der gesamten Berufssphäre das machen. Ja, immer mehr Kennziffern werden erfasst, wie lange es dauert, wie effizient die Maßnahmen sind, was dabei rauskommt. Denken Sie ans Bildungssystem mit PISA oder so. Wir können genau messen, welcher Schüler mit welchen Methoden, in welcher Unterrichtsform, welche Leistung unter welchen Bedingungen abruft. Und in dem Moment, wo Zahlen da sind, werden sie verglichen. Wie ist es denn in Finnland, wie ist es bei der Schule, wie ist es bei der Nachbarschule, wie ist es bei dem Lehrer oder bei jenem Lehrer, ist bei uns an der Uni auch so. Wie viel Drittmittel haben Sie eingeworfen? Wie viele Publikationen, peer-reviewten Journals, wie hoch ist der Impact-Faktor und so weiter. Und sobald Zahlen da sind, gewinnen sie eine Art von Eigenlogik. Ja, man fängt an, sie zu vergleichen und zu manipulieren. Man kann daran arbeiten. Übrigens kann man deshalb daran arbeiten, weil sie gerade nicht, lassen wir das. Also ich meine, weil sie bringen gerade nicht das zum Ausdruck, was sie eigentlich sollten. Das ist super interessant. Zum Beispiel Schrittzahlen sind ja nur deshalb interessant, weil wir daran unsere Fitness ablesen oder ob wir was für unsere Gesundheit tun. Also was wir theoretisch denken, dass wir optimieren, ist die Gesundheit, nicht die Schrittzahl. Aber ganz viele Menschen sagen, sie kennen das Gefühl, ich muss zugeben, ich kenne das auch, obwohl ich schon seit Jahren darüber mich lustig mache. Ich hätte mir nie einen Schrittzähler freiwillig installiert. Dann hat irgendeiner zu mir gesagt, ja, dein Handy misst die Schritte sowieso. Da habe ich nachgesehen und es war wirklich so und schon fand ich es richtig interessant. Und das Interessante ist jetzt, dass ich zum Beispiel neulich einen großen Spaziergang gemacht habe, einen richtig großen, und als ich zu Hause war, war ich total enttäuscht, dachte, oh nein, shit, ich habe mein Handy vergessen, alles umsonst. Und das ist wirklich idiotisch. Man hat nämlich jetzt das Gefühl, ich diene eigentlich dem Schrittzähler und nicht der Gesundheit. Aber noch interessanter ist es, dass wirklich Leute sagen, zum Beispiel, also ich fühle mich heute eigentlich krank und es nieselt und wenn ich jetzt noch länger draußen bleibe, werde ich erst recht krank, aber ich habe meine 10.000 Schritte noch nicht, deshalb mache ich jetzt trotzdem noch einen Umweg. Und da sieht man, dass das Ziel Gesundheit komplett der Zahl geopfert wird. Und das ist jetzt nur ein Nebenaspekt, aber ich finde das wirklich interessant. Diese Parameter gewinnen in allen Ebenen unseres Handelns ein wahnsinniges Eigenleben. Und was ich sagen wollte ist, ich kann nämlich die Zahlen manipulieren. Wissen Sie, warum das so ist? Ich denke seit Jahren darüber nach, wie kann denn das sein? Und einer meiner Mitarbeiter hat mich darauf gebracht, Peter Schulz, der sagt, da kann ich Selbstwirksamkeit erfahren. Ja, die Schrittzahl habe ich im Griff, ich kann das tun und abends habe ich das Gefühl, die 10.000 Schritte habe ich. Ich bin ein fitter, gesunder, verantwortungsbewusster Mann. Ja. Die Gesundheit kann ich wesentlich schlechter wirklich bearbeiten. Übrigens ist es bei uns an der Uni genauso. Ja, mein Publikationsverzeichnis kann ich bearbeiten. Ob ich ein besserer Wissenschaftler dadurch werde, wage ich zu bezweifeln.
Aber was ich sagen wollte ist, also das erzeugt halt auch eine bestimmte Haltung zur Welt und zum Leben. Und meine These ist, der Zwang zur Steigerung mit einer bestimmten kulturellen Grundierung zusammen erzeugt letzten Endes ein Aggressionsverhältnis zur Welt. Und zum Beispiel übrigens selbst ein Aggressionsverhältnis zum eigenen Körper, weil sie müssen die Schrittzahl verbessern. Man kann sogar empirisch nachweisen, dass Menschen sich in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlen. Das war tatsächlich vor 20 Jahren, das war sogar in Ostdeutschland, besser als jetzt bei uns. Weil nämlich Menschen ständig das Gefühl haben, sie sind nicht genug. Ja, mein Body Mass Index ist irgendwie nicht optimiert, mein Blutdruck ist irgendwie zu hoch, meine Schrittzahl ist zu tief, mein Sauerstoffgehalt ist zu verquer oder zu sprunghaft oder ich weiß nicht was, meine Schlafdauer ist nicht richtig. Das erzeugt ein Aggressionsverhältnis zum eigenen Körper. Aber meine These ist, die Grundhaltung zur Welt ist ein Aggressionsverhältnis. Und Sie sehen das übrigens schon daran, wie Sie morgens aufstehen. Ich wette, gut, ich weiß nicht, sozusagen, ich weiß jetzt nicht in jedem Einzelfall, aber es ist erstaunlich, wenn man schaut, wie sind früher Menschen aufgestanden. Ja, weil Schlafen ist übrigens interessant. Am Schlaf können Sie die Weltbeziehung sehr schön analysieren. Ja, wenn Sie zum Beispiel einschlafen wollen, müssen Sie Vertrauen in die Welt haben. Sie geben Ihren Standpunkt auf, Sie legen sich hin und überantworten sich einer Welt. Wenn Sie dieser Welt nicht trauen, haben Sie Einschlafprobleme. Ja, brauchen Sie Medizin zum Beispiel. Und Adorno hat mal gesagt, wie Ihr Weltverhältnis ist, ob Sie glücklich sind, können Sie dem Wind ablauschen. Na, wenn Sie nachts aufwachen und der Wind geht ums Haus, Ihr erstes Gefühl? Sozusagen der Wind trägt, hält, umarmt, streichelt mich, oder der Wind könnte das Dach abdecken, könnte das Fenster eindrücken, ist eine Gefahr. Daran sehen Sie sozusagen, haben Sie ein Bedrohungsverhältnis zur Welt oder eher ein Verhältnis des Getragenseins. Und das Aufstehen morgens ist eben auch interessant. Sehr über Jahrtausende hinweg, Jahrzehntausende hinweg, wahrscheinlich Jahrhunderttausende hinweg, sind Menschen mit der Sonne aufgestanden. Es wird hell, die Vögel fangen an zu pfeifen, also stehen wir auf. Es wird dunkel, also gehen wir ins Bett. Und das später hat es dann der Hahnenschrei gemacht oder sogar die Werksirene und der Sendeschluss hat dann am Fernsehen hat dann irgendwie gezeigt, so jetzt solltest du mal ins Bett gehen. Heute ist aber so, dass die allermeisten von Ihnen aufgewacht sind, weil sie die Alarm-Clock gesetzt haben. Ja, Alarm heißt es in den allermeisten Uhren. Ja, das heißt, wir werden auf Englisch oder auf Französisch oder auf Italienisch, wir werden alarmiert. Ja, man steht auf mit dem Alarmgefühl. Und das Ding heißt nicht zufällig Alarm. Sprache verrät einem einiges über Kultur. Wenn der Wecker geht, oh, ich muss aufstehen, weil der Bus kommt oder das Büro oder die Arbeit fängt an oder sonst irgendetwas. Und dieses Aggressionsverhältnis zum eigenen Körper setzt sich in der To-Do-Liste fort und in den Parametern, die Sie alle nicht im Griff haben. Und das kann dann zu sowas wie Burnout führen im Radikalfall. Aber das ist nur die Mikroebene des Weltverhältnisses. Ich glaube, dieses Aggressionsverhältnis zur Welt, von dem ich glaube, dass es dominant geworden ist, das zeigt sich auch in unserem politischen Umgehen miteinander. Übrigens auch interessant, da gibt es eine Studie an der London School of Economics, Michael Bruter, der 27 Länder gerade miteinander vergleicht und sagt, er sieht überall was Interessantes. Die Art und Weise, wie Menschen politisch Andersdenkenden begegnen. Nämlich am deutlichsten, das fällt jedem auf, ist es im Moment in den USA zum Beispiel, wo die Trump-Anhänger, die Demokraten, übrigens im Moment ist es bei Trump wieder überall so, im Hinblick auf die Gouverneurin von was ist das, Wisconsin, glaube ich? Ja, genau. Wo die dann immer rufen, lock her ab, ja, und lock him up zu Biden und zu allen anderen, sperrt sie ein, sperrt sie weg, ja, oder im Radikalfall schlagt sie tot. Ja. Also was ich sagen will, ist, Republikaner hassen die Liberalen und die Demokraten, die bewaffnen sich. Aber die Trump-Gegner hassen Trump genauso solide. Ja, ich hasse diesen Menschen, wenn ich ihn nur schon sehe. Und das Gleiche, sagt Bruter, tendenziell vollzieht sich in England mit den Brexiteers und den Remainers. Ich hasse diese Typen oder auch nicht. Und ich glaube, wir sehen sie auch in Deutschland, wo auf der einen Seite, also wenn sie tendenziell in der Mitte oder links stehen, dann sehen sie rechts Faschisten, Rassisten, Antisemiten, die einfach still sein sollen, weg sein sollen, ich weiß nicht was. Wenn sie rechts davon stehen, dann sehen sie links Volksverräter, Vaterlandshetzer, ich weiß nicht was noch alles. Menschheitsfeinde sieht man immer auf der anderen Seite übrigens. Aber also was Bruter sagt, ist, der politisch Andersdenkende wird zum Aggressionsobjekt. Na, ich hasse den, der soll still sein, der soll verschwinden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich muss echt sagen, dass nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich selber beobachtet und war irgendwie erschüttert, weil ich tatsächlich, wenn ich Nachrichten höre, immer mal die Faust balle und denke, ich würde ihm eine reinhauen oder ihr oder so. Ja.
Das ist ganz eigenartig. Aber ich glaube, man sieht auch auf der politischen Ebene, ist ja auch kein Zufall. Wenn es stimmt, dass wir uns jedes Jahr schneller laufen müssen, nur um unseren Platz zu halten und sowieso schon die Zunge raushängt und wir gar nicht mehr das Gefühl haben, wir laufen auf eine Ziellinie zu, sondern wir laufen von einem Abgrund weg, dann ist der Andersdenkende, der dauernd andere Meinungen vertritt, halt erstmal einfach nur ein Hindernis, ein Obstacle, das am besten weg soll. Und das Aggressionsverhältnis auf der dritten Ebene haben wir ganz offensichtlich zur Natur, zur Natur. Ja, weil wir sind wirklich aggressiv gegenüber der Natur. Sie kennen das mit der Klimakatastrophe. Man sieht es aber am deutlichsten in den extraktiven Industrien, also da, wo wir Rohstoffe aus dem Boden holen, ja, immer brutaler mit Fracking und anderen Methoden, weil wir das brauchen für dieses hochenergetische und immer höher energetische Leben. Und dann natürlich auch, indem wir sie vergiften. Also meine These ist, eigentlich haben wir ein Aggressionsverhältnis zur Welt auf allen drei Ebenen institutionalisiert. Auf der Makroebene, Ökosphäre, Stratosphäre, auf der Mesoebene politischer Umgang miteinander und auf der Mikroebene, wie wir uns selbst begegnen. Und Heimweh, glaube ich jetzt, ist ehrlich gesagt der Gegenbegriff dazu. Ja, nicht Heimweh auch, aber eigentlich meinte ich Heimat. Ja. Heimat ist die Vorstellung, dass es doch möglich sein müsste, auch noch anders in die Welt gestellt zu sein. Und ich würde sagen, bei Bloch gibt es ja dieser schöne Satz, die Heimat scheint uns in die Kindheit. Bloch ist tatsächlich cool, weil er sagt, die Heimat scheint uns allen in die Kindheit. Er sagt nicht mal aus der Kindheit, sondern in die Kindheit, ein bisschen komisch. Und es ist aber das Land, in dem noch keiner war. Ja, deshalb ist es eigentlich falsch zu denken, damals war es noch so. Ich meine, inzwischen sagen einem das die 15-Jährigen, das ist schon interessant. Also unterhalten Sie sich mal 15-Jährigen, die sind ganz schnell dabei zu sagen, naja, wir haben ja noch ganz viel draußen gespielt, aber die jetzt klein sind, also die meinen dann wahrscheinlich die 6-Jährigen, die hängen ja die ganze Zeit an den Tablets oder so. Also was ich meine ist, Heimat ist ein Gegenbegriff zum Aggressionsverhältnis. Und ich würde jetzt behaupten, das ist die These, die ich heute bei Ihnen sozusagen zum ersten Mal ausprobieren will, kann man nicht sagen, dass Heimat geradezu die Vorstellung, und ich will das damit überhaupt nicht verklären und auch nicht sagen, das ist besser. Ich bin Soziologe, ich analysiere und ich würde sagen, Heimat ist eigentlich eine spirituelle Abhängigkeitserklärung. Ich glaube, es ist wirklich genau das. Weil unter Heimat stellen wir uns einen Raum vor, bei dem wir uns gerade nicht als unabhängig erfahren und es auch nicht sein wollen. Heimat ist der Ort, an dem ich eben sozusagen abhängig bin von dem Baum und von dem Bach und von den Felsen, die ich da erfahren habe, zum Beispiel. Ja. Und auch nicht unabhängig von der Geschichte. Natürlich hat die mich geprägt, die hat mich zu dem gemacht, was ich bin sozusagen. Da hängt meine eigene Geschichte dran. Wenn Sie durch den Ort der Heimat gehen, häufig, je nachdem, oder wenn Sie durch einen Ort gehen, den Sie für Heimat halten, dann stellen Sie plötzlich fest, dass Sie das Gefühl haben, das ist irgendwie in mich eingegangen und ich in den Ort. Ja, wenn es der Heimatort ist, also der auch geografisch-territoriale, dann erinnern Sie sich an viele Begegnungen, die Sie geprägt haben, die Ihnen wichtig waren. Ja. Wenn Ihnen da Menschen begegnen, die Nachbarn oder so, dann erklären Sie sich nicht von denen spirituell unabhängig, also latente Aversion bleibt mir vom Leib, sondern oh, da kommt der Peter oder sonst jemand. Kann natürlich gut sein, dass Sie sagen, der Peter ist der Depp, der mir schon damals auf den Wecker ging. Aber das meinen Sie nicht, wenn Sie Heimat sagen. Ja, wenn Sie Heimat sagen oder meinen, oder im Heimatbund aktiv sind, dann stellen wir uns ein anderes Verhältnis vor, von dem ich glaube, es ist letzten Endes eine Art von spirituelles Abhängigkeitserklärung. Ich möchte in einer Natur leben, sozusagen, mit der ich verbunden bin, die mich etwas angeht, von der ich in gewisser Weise abhängig bin. Ist das nicht diese Änderung in der Brust, ja, wenn Sie durch den Heimatort laufen? Und sei das auch die neu gefundene Heimat, ist doch irgendwie klar, dass Sie dieses Verhältnis unter Umständen gerade da, wo Sie aufgewachsen sind, nicht realisieren können, sondern an einem anderen Ort. Deshalb ist mir ganz wichtig zu sagen, Heimweh und Fernweh haben in der Moderne die genau gleiche Wurzel. Ich würde sogar sagen, sie sind identisch. Also was ich behaupte ist, jetzt muss ich kurz mein Resonanzkonzept entfalten, Heimat ist eigentlich die Vorstellung, ich nenne das inzwischen eines mediopassiven Weltverhältnisses. Mediopassiv ist auch medioaktiv, also eines Verhältnisses zu den Dingen, zu den Menschen, zur Geschichte, zur Natur, bei dem ich sozusagen zwar beteiligt bin, an dem ich Anteil habe, dass ich aber nicht dominieren oder kontrollieren muss. Ja, und das mich auch nicht nur instrumentell interessiert, wo kriege ich mein Geld her, sondern intrinsisch mich interessiert, was mit den Dingen
passiert. Und das ist deshalb ein Ort der Anverwandlung. Und den kann ich unter Umständen zu Hause, da wo ich aufgewachsen bin, gerade nicht haben. Ja, weil ich dort unterdrückt wurde oder sogar traumatisiert oder welcher Grund es auch immer sein mag. Und deshalb träume ich, das ist der Sinn des Fernwehs, dass es da doch woanders in der Südsee vielleicht ja, eine Insel geben muss, in dem genau diese Haltung möglich wird. Ja, wo ich mich öffne zur Natur, ja, deren Geschichte interessant ist, mit deren Menschen ich etwas anfangen kann. Ja, Heimat als Haltung sozusagen kann auf die Fernweh, genauso wie auf die Ferne, genauso wie auf die Herkunft gezielt werden. Jetzt müssen wir uns den Begriff dieser Heimat noch mal ein bisschen angucken. So ist, dass ich eigentlich, früher habe ich immer gedacht, wir können Menschen nur so blöd sein und Vortrag halten und nicht wissen, wie lange sie schon gesprochen haben. Jetzt weiß ich es auch nicht, aber ich habe noch ein bisschen, entscheide ich einfach mal. Also was ist eine Resonanzbeziehung? Ich glaube, die Idee der Heimat ist, dass es da einen Raum gibt, einen Raum auch im metaphorischen Sinn, mit dem ich in Resonanz treten kann. Und Resonanz ist sozusagen, Resonanz erfordert die Preisgabe der Unabhängigkeit, weil Resonanz heißt, ich trete mit etwas in Beziehung, ich bin mit etwas in Beziehung, das mich berührt, ergreift, bewegt und das kann ich nicht immer entscheiden. Ja, Sie machen Resonanzerfahrungen manchmal gerade da, wo Sie es eigentlich nicht wollten. Ja, dann sagen Sie, so erzählen Menschen oft ihre Biografie, ich wollte eigentlich ganz schnell einkaufen und dann ist Ihnen etwas begegnet. Ja, Resonanz ist im Prinzip, hat erstmal die Form einer Begegnung und was Ihnen da begegnet, das kann ein Mensch sein, vielleicht jemand, in den Sie sich verlieben. Es kann aber auch ein Kind sein, das Hilfe braucht oder so, oder ein Fremder oder eine Katze, aber es kann auch eine Musik sein. Ich bin an dem Haus vorbeigegangen und da, ehrlich gesagt, ist es mir mal so gegangen, ich bin überhaupt nicht christlich aufgewachsen, aber ich konnte mal wirklich, also eine dröhnende Orgel hat mich derart in den Bann geschlagen, ja, dass ich wollte eigentlich was anderes machen und ich musste da reingehen und bin eine halbe Stunde da habe ich der Orgel gelauscht. Ja, deshalb würde ich sagen, das ist gerade nicht, da habe ich eigentlich meine Autonomie verloren. Ja, so erzählen Leute dann häufig, ja, da ist mir was begegnet und da konnte ich nicht mehr anders, da musste ich einfach. Ja. Das muss nicht unbedingt diese Art von Überrumpelungsform haben, aber es hat immer die Form, etwas ruft mich an und es ruft mich so an, dass es mich berührt oder bewegt. Es sagt mir was, es spricht zu mir. Und deshalb gehen wir in Vorträge, ja, in der Hoffnung, dass wir da irgendwo einem Gedanken begegnen. Und das muss, häufig ist es nicht beim Vortrag, sogar eher selten. Ich meine, es ist übrigens genauso wie beim Konzert. Wir gehen auch in Konzerte in der Hoffnung, dass es zu solchen Resonanzmomenten kommt. Aber 10-mal sitzen wir resonanzlos im Konzert und denken, hoffentlich ist bald vorbei oder denken überhaupt lieber ans Fußballspiel oder an die lange To-Do-Liste. Aber beim 11. Mal passiert es eben. Ja, wir werden wirklich berührt und bewegt und vielleicht zu Tränen gerührt. Und das ist das erste Moment von Resonanz. Etwas berührt, bewegt, ergreift mich inwendig. Und es ist aber noch keine Resonanzbeziehung, wenn ich dem nur passiv ausgesetzt bin, wenn ich überwältigt bin. Es wird zur Resonanz, wenn ich antworte. Wenn ich, genau dann erfahre ich mich als selbstwirksam und lebendig. Ich gehe dem entgegen und mache was damit. Wenn Sie im Konzert sitzen und an einer Depression leiden oder am Burnout, dann haben Sie vielleicht Sie nehmen noch wahr, oh ja, das ist eigentlich meine Lieblingsmusik, die ist wunderschön, aber es bewegt sich nichts in mir, ja, weil Ihnen die Kraft fehlt, dem entgegenzugehen, ja, das innerlich zum Mitschwingen zu bringen. Wir können eine Melodie nur als Melodie hören, wenn wir sie nachhören, also die vergangenen Töne noch mithören und voraushören, die kommenden erwarten. Dadurch kommt es zur Musikerfahrung und dann sind Sie immer schon selbstwirksam. Und das ist auch, wenn Sie einen Vortrag hören und Sie kommen in Resonanz, da gibt es eine Idee, die sagt Ihnen was. Dann sind Sie nicht nur passiver Empfänger und etwas schreibt sich in Sie ein, sondern Sie fangen an, mit dieser Idee etwas zu machen, vielleicht auch zu widersprechen. Das sagen, aber irgendwas kann nicht richtig sein. Ja, ich glaube, da irrt sich der Typ oder so. Aber das ist Resonanz. Wir werden von etwas berührt, wir antworten darauf, wir erfahren uns genau dadurch selbstwirksam und lebendig und jetzt kommt der vielleicht entscheidende Punkt, dabei verwandeln wir uns, wir transformieren uns in dieser Erfahrung und das ist Lebendigkeit, das wünschen wir uns, ja, in eine Welt gestellt zu sein, bei der wir uns berühren lassen können und wollen von einem anderen, das wir nicht völlig unter Kontrolle haben und auf das wir in der Lage sind, zu antworten, selbstwirksam, sodass wir uns gemeinsam transformieren in ein neues hin. Und das Problem ist, dass man das ist das dritte Element von Resonanz. Das erste ist, ich werde berührt. Das zweite ist, ich antworte selbstwirksam. Das dritte ist, ich werde dabei verwandelt, transformiert. Und das vierte ist, ich kann das nicht komplett kontrollieren. Ja? Weil Sie können Resonanz nicht erzwingen. Sie können das teuerste Konzertticket kaufen, aber vielleicht lässt sich es völlig kalt.
Und wenn es passiert, übrigens finde ich Vortragsveranstaltungen dafür die besten oder Diskussionsveranstaltungen, das ist ja heute einen ganzen Zusammenhang, Diskussionsveranstaltungen finde ich das beste Beispiel. Es kann sein, dass alle hier Beteiligten resonanzlos bleiben und Sie auch. Ja, ich sage halt, was ich immer sage und Sie hören irgendwie langweiligen Redner, so ein soziologisches Geblabbel und es sagt Ihnen nichts. Das passiert häufig, ja leider. Aber manchmal passiert es, dass man wirklich miteinander plötzlich auf neue Gedanken kommt, da ereignet sich Resonanz und es ist vollständig unmöglich vorherzusagen, an welcher Stelle das passiert, ja, wenn es passiert. Das meine ich mit Unverfügbarkeit, deshalb habe ich dem im Buch geschrieben. Sie können das nicht sagen und noch weniger können Sie sagen, was dann dabei herauskommt. Ja, wenn wir miteinander in Diskussion kommen, da entsteht ein Gedanke und da antwortet jemand darauf und Sie fangen daraus an, was Neues zu machen und ob Sie das dann äußern oder nicht, da entsteht Verwandeltes, Neues, aber das ist unverfügbar, das kann man nicht kontrollieren und deshalb widersetzt sich das der parametrischen Optimierung. Ja, parametrische Optimierung heißt, in möglichst kurzer Zeit einen Parameter genau auf eine vorgesetzte Zahl zu schieben oder wenigstens in eine vorgesetzte Richtung. Und deshalb glaube ich also, wir sehnen uns ständig nach einem anderen in der Welt sein. Das können wir Heimat nennen, dafür steht uns häufig die Chiffre Heimat und verfehlen es aber in der Realität ganz, ganz häufig. Und die Frage ist jetzt, kann man diese Haltung Heimat, kann man die genauer beschreiben und kann man die irgendwie lösen von einer alten Herkunftsidee? Ich will nur noch ein paar Sachen dazu sagen, die mir wichtig sind, wenn man Heimat so versteht. Also erstens ist es nicht Harmonie, es ist nicht die reine Harmonie. Ja. Wenn Sie in einem Vortrag oder in einer Diskussionsveranstaltung nur das hören, was Sie schon immer gedacht haben, ist es völlig resonanzlos. Ja, es fühlt sich vielleicht okay an. Aber spannend wird es, wenn Sie was Neues hören, was anderes, etwas, was Sie bewegt. Und ehrlich gesagt, Diskussionsveranstaltungen leben natürlich vom Widerspruch, dass einer sagt, nee, finde ich gar nicht, ja, da haben Sie total Unrecht. Und Sie können übrigens, Sie können die feine Differenz sehen zwischen, also Resonanz erfordert immer ein anderes, ein unverfügbares, ich würde sagen, ein Moment von Irritation und Widerspruch. Aber es gibt eben zwei Arten von Irritation und Widerspruch. Ja. Es kann irgendwie sein, dass ich sage, Heimat ist eine Haltung und jemand bei Ihnen steigt auf und sagt, nein, das ist doch aber keine Haltung, es ist eine Erfahrung zum Beispiel. Ja. Und dann streiten wir intensiv, ob es jetzt eine Haltung oder eine Erfahrung ist. Aber jeder, der uns beobachtet, die Kameras, die da hinten laufen, sehen, das ist im Resonanzmodus, es ist Hören und Antworten. Ja. Beide lassen sich vom Argument des anderen erreichen, bewegen und versuchen zu antworten und das Neue herauszudestillieren. Das ist resonantes Auseinandersetzung. Und nach so einer Erfahrung hat man hinterher das Gefühl, das war mal echt eine gute Veranstaltung. Ja. Nicht, weil wir alle gesagt haben, ja, das, was wir schon immer gedacht haben, sondern weil Widerspruch und Transformation standfand. Dann gibt es aber eine andere Art, das ist die leider offensichtlich nach Bruder die Politik momentan definiert, bei der man dann sagt, ach, der Typ ist doch blöd, ja, oder so. Ja. Also es ist doch völliger Unsinn, was Sie da erzählen. Ja. Das ist kein Resonanzmodus, ich nenne das Repulsionsmodus, das ist der Aggressionsmodus. Ja. Aber Heimat oder Resonanz erfordert ein anderes. Und ich will, und deshalb würde ich sagen, ein Raum, den wir uns vollständig angeeignet haben, der kann kein Resonanzraum sein. Ich lese gerade, weil ich ja nun mal unrettbarer Bergfan bin und ich war in den Sommer, da konnte man ja, eigentlich war das super, konnte meine Schülerakademie nicht machen, deshalb bin ich in die Berge wandern gegangen und dann habe ich mir auch das eine oder andere Buch gekauft und da lese ich gerade eine autobiografische Erzählung, Taugwalder heißt es, ich finde das voll cool, von einem Typ, der bei Zermatt aufgewachsen ist und dann eben ganz hoch auf der Alm, ganz einsam seine Kühe und Schafe und Ziegen hüten musste und so. Und übrigens ist das wirklich resonanztheoretisch interessant und das ist auch heimattheoretisch interessant. Das ist wirklich interessant, weil da sagt die Mutter zu ihm, als er dann mal nach Hause kommt oder so, sagt sie, oder eigentlich er kommt auf eine Hütte, ist egal, und dann sagt die Mutter zu ihm, Mann, das muss ja furchtbar sein für dich, du hast da ja gar niemanden, um dich zu unterhalten oder mit ihm zu spielen oder so. Und dann sagt er ganz erstaunt, aber doch, ich unterhalte mich mit den Bergen und mit den Wolken und auch mit der Sonne. Und dann beschreibt er übrigens, wie er mit der Sonne spielt, aber egal. Und dann lachen ihn die Leute halt aus und sagen, paar super Unterhaltungen sind das. Und er versteht es eigentlich gar nicht, ja, weil für ihn ist es eine Art von Realität. Und da sehen Sie sozusagen, was Heimat eigentlich ist. Ja? Da, wo die Berge zu Ihnen sprechen oder was immer das ist. Aber was ich sagen will, ist, natürlich bleibt in diesen Bergen ihm immer etwas fremd. Das beschreibt er auch. Ja, das Matterhorn sagt, da hat er nie so richtig verstanden. Ja, das macht Sachen, das schmeißt Leute vom Berg. Und dann sagt er zu ihm, und du willst mein Freund sein und hast diese netten Leute runtergeschmissen. Aber egal, was ich sagen will, ist, das ist für ihn nur ein Resonanzraum, weil er sagt,
die Berghänge, auch die Bäche, ja, die können wild sein, ja, die können dich auch vernichten. Du musst da genau hinhören. Ja. Jeden Tag sind die anders. Ja, jeder Tag ist auch das Gestein anders. Was ich meine ist, da muss das Moment von Fremdheit und von Verwandlung drin sein, damit es ein Resonanzraum sein kann. Und natürlich kennt jeder das Abgeschumpfte, wo man sagt, ja, den Wald kenne ich jetzt in- und auswendig, der ist mir langweilig. Und an der Stelle ist mein Lieblingsbeispiel immer der deutsch-russische Pianist Igor Levit. Im Moment, jetzt hat er es, glaube ich, selber satt, weil er überall ständig präsent ist. Trotzdem ein sehr interessanter Mensch. Und mein Unverfügbarkeitsbuch habe ich eigentlich an einem Gedanken von ihm aufgehängt, ja, daran entwickelt. Weil der wird gefragt, ob er die Mondscheinsonate eigentlich noch hören und spielen kann, ne, in einem Zeitinterview. Und dann sagt er irgendwie, dann denkt man irgendwie, nee, die hat er so oft gehört. Ja, die kommt ihm zu den Ohren raus, sagen wir dann. 1000 Mal gehört und gespielt. Und er sagt aber erstaunlicherweise, ja, eigentlich kann er sie gar nicht oft genug spielen, weil je mehr er sie spielt, umso mehr hat er das Gefühl, da widersetzt sich etwas, da bleibt ihm was fremd. Die klingt jedes Mal anders. Ja, er wird ihrer nie völlig Herr. Ja, jedes Mal, wenn ich mich auf diese Mondscheinsonate, ich spinne das jetzt ein bisschen weiter, aber wir hatten eine Diskussionsveranstaltung mit Igor Levit, genau deshalb, wo er das im sinngemäß auch bestätigt hat. Jedes Mal passiert da was anderes in seiner Auseinandersetzung mit der Sonate. Ja. Und man sieht da deutlich Selbstwirksamkeit. Ja. Er kann die in- und auswendig spielen, aber er stellt fest, je nachdem abhängig davon, wie er gerade drauf ist, wie das Klavier drauf ist, auch wie die Zuhörenden dabei sind, klingt die anders, da passiert was anders und da ändert auch er sich. Ja, jedes Mal spricht diese Sonate anders. Und ich würde sagen, so muss Heimat sein. Ja? Wenn sie das immer Gleiche wäre, wäre sie tot. Und ich glaube, da liegt ein Grundproblem unserer modernen Gesellschaft. Wir sind mit den Sachen immer schon fertig. Ah ja, Mondscheinsonate habe ich schon 1000 Mal gehört, ich brauche jetzt was Neues. Ja, Zermatt kenne ich schon als Urlaubsort, ich muss jetzt woanders hin. Und dann irgendwann sagen sie, ja, die Alpen kenne ich schon, jetzt muss ich ins Himalaya oder so. Oder immer das Gleiche im Gottesdienst, lass uns doch mal Abendmahl mit Gummibärchen feiern oder so. Also okay, was ich meine ist, ich glaube, wir suchen das andere, die Begegnung mit dem unverfügbaren anderen, immer an den Oberflächen und da machen wir tausende von Kreuzfahrten. Ja, eigentlich ist da vielleicht Corona gar nicht so schlecht, aber egal. Also man fährt überall hin, aber man lässt sich auf das andere gar nicht ein. Ich bleibe immer auf dem Schiff, da weiß ich, was ich habe. Ja, da kenne ich mein Bett und da ist alles sanitär und hygienisch klar und das Essen ist sauber und rein und so und da gibt es auch keine Terroristen drauf und so. Und dann fahre ich in die Südsee und dann fahre ich nach Thailand und dann habe ich mir sogar eine Polarlichtgarantie gekauft und was ich, der Löwe musste Punkt 15 Uhr am Tor sein, damit ich ihn fotografieren konnte, weil 15.30 Uhr gab es Kaffee, aber er musste nah genug sein für das Foto, aber andererseits nicht so nah, dass er mir hätte gefährlich werden können. Ich meine, so gehen wir mit Natur um und dann gehen wir von einem zum anderen und erfahren nie ein anderes. Ja, eigentlich bleiben wir immer nur bei uns selber, weil Resonanz und in diesem Sinne würde ich sagen auch Heimat, wenn wir sie denn von der Kindheit her entwickeln, da war die unheimlich, ja, und nicht verfügbar. Aber wir haben uns berühren lassen und verwandeln lassen. Und das wollen wir heute nicht mehr. Ich lasse mich doch nicht von einem Fremden, also sei das jetzt ein Mensch oder ein Ding, berühren und verwandeln, wenn ich es nicht kontrollieren kann. Ist auch völlig irrational eigentlich unter den Bedingungen, unter denen wir leben. Sollte man sich nicht auf etwas einlassen, bei dem man nicht weiß, was herauskommt und das man nicht unter Kontrolle hat? Deshalb wollen wir alles unter Kontrolle haben und suchen dann eben immer andere Oberflächen und träumen aber von diesem anderen Weltverhältnis. Und das nennen wir dann Heimat. Ja. Und jetzt kommen wir noch auf die absurde Idee. Ich finde interessant, dass ein Teil der Verteidiger von Heimat, die sich jedenfalls dafür halten, sich Identitäre nennen. Ja, die Identitären, finde ich, machen genau das, was Levit nicht meint. Nämlich, sie wollen sagen, wir wollen es festschreiben. Ja. Wir müssen so sein, wie wir immer waren. Unsere Identität ist festgeschrieben, weiß und ich weiß nicht was, christlich und wahrscheinlich männlich und ich weiß nicht was noch. Und alles, was anders ist, muss ausgeschlossen werden. Ja, darf da nicht rein. Und das ist das Verfehlen eines Resonanzverhältnisses. Resonanz entsteht im Zulassen von Transformation. Resonanz schließt Verwandlung ein. Ich habe gesagt, das ist das dritte Moment von Resonanz. Ja, ich lasse mich verwandeln durch ein Fremdes, das mir nicht vollständig verfügbar ist. Und eigentlich entsteht so nur Welt. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, das ist jetzt mein Schlusspunkt. Bloch hat noch eine andere Idee, die übrigens auch Hannah Arendt hat, dass sie nämlich sagen, diese Welt, wir können eine Welt eigentlich nur erzeugen. Ja, die Welt kann uns tot und schweigend gegenüberstehen und das tut sie auch.
Und diese Heimat, in der noch keiner war, sagt Bloch, können wir nur demokratisch herstellen. Und wenn man das jetzt mit Hannah Arendt verbindet, dann versteht man wie. Dass sie nämlich sagt, nur im gemeinsamen Handeln, ja, was dieser Fels oder dieser Bach vielleicht sogar bedeuten, das können wir nur im gemeinsamen politischen Handeln aushandeln, erzählen, herstellen. Und diese Erzählung wird immer wieder anders und neu sein. Aber wir brauchen die Stimmen der anderen und die unverfügbar sind und die anderes sagen, um eine gemeinsame, geteilte Welt zu erzeugen. Und deshalb finde ich interessant, wenn man die politische Auseinandersetzung anguckt, Donald Trump zum Beispiel, der da auf seinem Nominierungsparteitag sagte, ihr, die ihr vergessen seid in Detroit, die keiner mehr sieht im Rust Belt, die nie gesehen werden oder gehört werden oder wahrgenommen werden im tiefen Süden, I am your voice. Das ist erstmal ein Resonanzversprechen, ja, dass sie wieder eine Stimme haben sollen, dass sie wieder Gehör finden sollen. Aber gleichzeitig sagt er eben nicht, ich gebe euch eine Stimme oder ich mache eure Stimme hörbar, sondern ich bin eure Stimme. Es darf nur diese eine Stimme geben und alle anderen müssen eigentlich still sein. Ja. Das ist ein Fusionsgedanke, der nicht Heimat ist. Und was ich deshalb meine, ist, was mir vorschwebt, ist also Heimat als eine mediopassive Haltung, in der ich nicht versuche, die Dinge zu kontrollieren, in der ich mich ihnen aber auch nicht einfach unterwerfe. Ich meine nicht jetzt umgekehrt, Heimat heißt die Geschichte fortsetzen, Heimat heißt die Natur hinnehmen. Nein, in Resonanz treten zur Natur und zur Geschichte. Und es kann durchaus heißen, es anders zu machen als in der Vergangenheit. In der deutschen Geschichte ist das sehr ratsam. Ja, und sehr viele Menschen wissen, was es heißt, berührt zu werden von Auschwitz oder Dachau oder so. Ja, ich bin da hingefahren. Ich habe festgestellt, das geht mich was an. Das spricht zu mir. Das ist ein Teil von mir. Und ich antworte darauf mit meiner ganzen Existenz nie wieder das. Ja, das ist auch Resonanz. Ne? Also Resonanz ist nicht sich der Geschichte unterwerfen, Resonanz ist auch nicht sich der Natur unterwerfen. Resonanz bedeutet in Antwort treten zur Natur und zwar ergebnisoffen. Dabei kann etwas Neues herauskommen. Und was ich meine ist, dass wir uns Welt da so anverwandeln, dass wir sagen können, auch wenn wir individuell gar nicht zugestimmt haben. Ich habe mir das an dem Bahnhof, ich weiß nicht, ob man das am Stuttgarter Bahnhof deutlich machen kann, aber vielleicht kann man. Ich würde sagen, Stuttgart ist dann gelingende Heimat, wenn die Leute sagen, wir bauen da jetzt einen Bahnhof, auch wenn sie dagegen waren. Aber es ist nämlich wirklich interessant. Sehr häufig bei irgendwelchen Sachen, ich meine, dieser Bahnhof ist jetzt natürlich, vielleicht hätte ich ein anderes Beispiel nehmen sollen, aber jetzt lassen wir es halt. Also jetzt lassen wir es mal dabei, weil also man kann ja wirklich zweierlei sagen, also manche sagen, die bauen da jetzt so einen Bahnhof, ja, oder die stellen uns da jetzt so ein Ding hin. Da sieht man deutlich, das ist die nicht anverwandelte Heimat oder der nicht anverwandelte Raum. Ja, das ist das andere, zu dem ich tendenziell in Aggression oder Repulsion oder allenfalls in Differenz bin. Etwas anderes ist zu sagen, ja, wir in Stuttgart bauen jetzt auch einen neuen Bahnhof. Ja, und das kann man sogar dann sagen, wenn man dagegen gestimmt hat. Und was ich also meine, ist die Herstellung einer geteilten Welt, eines geteilten Raumes, das in einem mediopassiven Modus demokratisch Welt und Heimat neu erzeugt. Ungefähr so stelle ich mir das vor und Sie sagen mir jetzt gleich, was dabei alles falsch ist. Vielen Dank und sorry fürs Überziehen. Dankeschön. Ja, lieber Herr Rosa, Ihr Vortrag war mir eine Resonanzerfahrung. Das ist ernst gemeint, wirklich sehr ernst gemeint. Ich bin auch sehr froh, dass wir den Vortrag aufzeichnen, weil ich ihn dann unbedingt nochmal angucken muss. Das war so informations- und ideengesättigt, dass man sich da sicherlich mehrmals mit auseinandersetzen kann. Und ich könnte Ihnen auch bis heute Abend zuhören, bin aber sehr froh, dass wir Sie heute Abend ja aber auch nochmal auf dem Gesprächspodium haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gibt es im Raum Fragen zu dieser komplexen Thematik. Ja, hier hinten ist eine Wortmeldung, bitte. Ich zu Ihnen komme und dann, sonst geht gar nichts mehr. Sie dürfen die Maske runtertun, wenn Sie sprechen. Achso, Entschuldigung. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe auch schon Sachen von Ihnen gelesen und auch schon in Bezug auf die Corona-Krise haben Sie sich auch schon geäußert. Und mir sind natürlich jetzt viele Sachen auch dazu gekommen, die einfach auch passen, dieser Kontrollverlust, dass man versucht, sich diese Sache anzueignen, zu kontrollieren
Und auch wenn Andersdenkende oder Menschen, die etwas kritischer sind, gleich als Verschwörungstheoretiker in einen Topf geschmissen werden und so. Also ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht da auch noch ein paar Worte zu sagen könnten. Vielen Dank. Ja, das ist also das Problem bei Corona ist, dass es, soll ich jetzt das andere Mikro nehmen? Kann nee, ich machen? Alles gut. Ja. Dass es so wahnsinnig vielschichtig ist und so wahnsinnig viele, viele Seiten hat. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, Spahn hat doch irgendwie gesagt, wir werden uns vieles zu verzeihen haben danach. Das scheint mir irgendwie richtig zu sein, weil halt in Gottes Namen keiner weiß, was die richtige Strategie ist und wie man damit umgehen muss. Es ist eine Bedrohung, die das Gemeinwesen eigentlich aus ziemlich heiterem Himmel, natürlich kann man sagen, wir hätten das vorher wissen können, aber gut, wir haben es vorher ignoriert. Dann ist die Bedrohung aufgetreten und ich finde eigentlich, das wirft schon, vielleicht ist diese Krise für uns als Gemeinwesen gar nicht so schlecht, weil wir jetzt wirklich als Gemeinwesen bedroht sind. Ja, da ist eigentlich von außen etwas hereingekommen, was wir als Gefahr wahrnehmen und man weiß jetzt nicht genau, wie man darauf reagieren kann. Und genau genommen kann das eigentlich auch nur im Modus des Hörens und Antwortens, was ja auch versucht wird, übrigens auch auf das Virus hören, ne, weil das immer wieder neue Sachen macht, oder Versuch darauf ist, darauf zu antworten. Vielleicht kann man sagen, dass es auch eine grundsätzliche Verunsicherung im Weltverhältnis mit sich bringt, weil unsere Grundbeziehung zur Welt gestört ist. Ich glaube übrigens, ich bin ein heimlicher Anhänger oder ein philosophischer Anhänger der These, die habe ich in Frankreich gehört, auf einem Philosophiekongress, da hat ein Biologe gesagt, Viren sind ganz komische Dinge, ja, sind ja keine richtigen Lebewesen, ist so eine Mischung zwischen organischen und anorganischen oder ich weiß nicht genau, wie man das ausdrückt, also Lebewesen und nicht lebenden Dingen. Und zum Beispiel in der chinesischen Philosophie werden die interpretiert als oder als möglicherweise interpretiert als Anzeiger für eine Störung im Weltverhältnis. Und da würde ich sagen, ja, das ist genau das, was ich auch sagen will. Ja, vielleicht versuchen die Viren uns das deutlich zu machen. Und ich denke, das Coole an, nein, das ist jetzt falsch. Ich finde Corona scheußlich. Ich habe mich vorhin stundenlang darüber aufgeregt und finde, wir sollten jetzt ein für alle Mal Schluss machen damit, vielleicht indem wir einfach mal streng sind. Aber das Interessante an Corona ist, dass es sozusagen uns buchstäblich erfahren lässt, dass die Weltbeziehung gestört ist. Wir können nicht mehr frei atmen. Atmen ist eine Grundform der Weltbeziehung. Und wir haben das Gefühl, das ist gefährlich beim Einatmen und beim Ausatmen. Und der andere wird tendenziell gefährlich. Also müssen wir darüber neu nachdenken. Aber was ich problematisch finde, ist, wenn das verknüpft wird mit einem Grundmisstrauen gegenüber allem, gegen politischen und anderen Entscheidern. Im Sinne von, die können ja nur böse. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, diese Wahrnehmung. Da muss doch einer, wissen Sie, also wenn diese Cui Bono-Diskussion, also die hängt mir sowas von zum Hals heraus, weil ich würde sagen, wer schon das Wort Cui Bono benutzt, der unterstellt immer, da muss doch einer Interesse daran haben. Es muss doch jetzt einen geben, der uns ökonomisch ausnehmen will oder unter Kontrolle bringen will oder krank machen will oder genetisch impfen will oder überwachen will oder so. Und diese Art von Grundunterstellung finde ich hochproblematisch in der gegenwärtigen Diskussion. Aber grundsätzlich, wenn Sie, also dass man grundsätzlich aufeinander hören und reagieren muss und Menschen nicht einfach aufgrund und abweichender Meinungen ausgrenzt, da stimme ich hinzu. Ja, ich möchte es gerne aufgreifen und zwar durch eine Erfahrung, die ich jetzt mache, mit dem Versuch, ins Gespräch zu kommen mit Andersdenkenden. Und da ist eine Entwicklung, die mich sehr beunruhigt, da würde ich auch gerne hören, was Sie dazu meinen, dass die Spaltung in unserer Gesellschaft zwischen die einen, die so denken, und die anderen, die anders denken, ja eher größer wird und ein Gespräch ganz, ganz schwierig wird. Ich hatte eben auf der Herfahrt eine interessante Erfahrung in der Bahn gemacht, weil da haben zwei Eltern, waren da unterwegs, um gegen die Maskenpflicht in der Schule zu demonstrieren. Und ich selber bin Ärztin und zufällig war vor mir auch eine Krankenschwester und die hat dann nur so gesagt, ach wissen Sie, ich habe früher im OP 8 Stunden lang eine Maske getragen und habe ich gesagt, ja ich auch, die hier. Und das war für die völlig unfassbar und man konnte gar nicht mehr weiter diskutieren, sondern es wurde dann beendet damit. Ja. Ja, das ist einfach nicht mehr, es gibt keine Möglichkeit mehr miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht jede Seite hat irgendwo das Gefühl oder vermittelt den Eindruck, ich weiß, wie es ganz richtig ist und deswegen brauche ich niemandem mehr zuhören. Also eine paranoide Grundhaltung haben Sie ja auch ganz gut dargestellt eben.
Ja, ich weiß nicht, also das Problem haben wir irgendwie alle. Also ich meine, ich habe, also was ich sagen würde, meine eine Einsicht, dass dieses Problem hat nicht Corona hervorgebracht. Ja, Corona bringt es nur zum Ausdruck. Wir hatten das schon ganz massiv. Ich glaube sogar, dass Corona es etwas verringert, ehrlich gesagt. Also es ist interessant, weil ich meine, das Vertrauen in Regierung und Politik und sogar auch in die Leitmedien nimmt eher zu. Und ganz grundsätzlich ist jetzt kein wirklicher Trost, aber es ist ein kleiner. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir das total überschätzen. Ich meine, Sie haben jetzt diese diese direkte biografische Erfahrung gemacht. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, weil wenn man den Umfragen glauben kann, sind ungefähr 91% oder jedenfalls mehr als 80%, gibt unterschiedliche Umfragen, einverstanden mit der Politik der Regierung und mit der Maskenpflicht und all diesen Sachen. Und deshalb würde ich sagen, es ist eigentlich eher eine kleinere als in vielen anderen Fragen Minderheit. Und ich weiß auch nicht, ob die anders denkt. Ich würde sagen, ich glaube, wir sind uns da einig, das ist ein anderes Fühlen. Ja? Nämlich das Gefühl, da will uns wieder einer was vorschreiben oder etwas aufzwingen. Und das ist schon eine grundlegende Entfremdung, eine Weltentfremdung. Und ich würde sagen, es ist eine paranoide Grundhaltung. Ja? Da kann doch nur einer dahinter stecken, der mir Böses will. Ich werde jetzt immer, ich weiß nicht, ich bin irgendwie theoretischer Pessimist und biografischer Optimist oder so, weil ich würde sagen, ich glaube, das Problem erledigt sich von alleine. Ich meine, China zum Beispiel ist jetzt offensichtlich virusfrei. Ich habe irgendwie versucht, das immer, oder also weitgehend, er kann immer wieder zurückkommen. Unter anderem, weil sie halt radikal Masken tragen und einigermaßen streng tracen. Deshalb würde ich sagen, diese Frage wird empirisch entschieden. Also würde ich behaupten. Keine Ahnung. Hier vorne war noch eine Wortmeldung. Zum eigentlichen Thema zurückzukommen, was mich jetzt irgendwie fasziniert hat, ich dachte jetzt immer, diese Beschäftigung mit Heimat, dieses auch für die Heimat einstehen, kämpfen, das sei etwas, wo ich jetzt da für mich ganz selber entschieden habe. Und jetzt sagen Sie, aber ich habe da ein Stück Souveränität aufgegeben dadurch, dass ich mich jetzt in Beziehung zu der Heimat setze. Also das finde ich spannend. Mhm. So, das ist so ein Widerpol irgendwie. Ja, also ich glaube, ja, Souveränität aufgeben, ja. Also ja, ich meine in vielerlei Hinsicht, wenn Sie zum Beispiel Heimat, also in Heimat, am Heimatschutz oder ich weiß gar nicht, wie es heißt, Heimatpflege sozusagen, Kulturpflege, Heimatpflege tätig sind, dann da nehmen Sie etwas ein, was Teil dessen ist, was ich versuche als Resonanzethik zu entwickeln, nämlich eine Sorge gegenüber dem Bestehenden. Das würde ich schon sagen. Ja? Also, weil Sie können dann nicht einfach, ich meine, Sie sehen, was ich meine mit Souveränität eingeben, weil wenn Sie Ihnen diese Heimat irgendwie wichtig ist, würden Sie eben nicht einfach sagen, ja, weg mit der alten Mühle und da können wir eine neue Kreuzung hinbauen oder so etwas. Oder der Wald kann weg, gibt jetzt viel bessere Wälder oder so. Nein, nein. Und das meine ich mit einer gewissen Aufgabe der spirituellen Souveränität. Man geht nicht mit einer Art von Tabula Rasa-Haltung an die Landschaft, an die Menschen, an die Geschichte heran, sondern mit einer, ich würde, also in der Philosophie wird das als Care Ethics, also eine Ethik der Fürsorge geradezu beschrieben, nämlich in dem Sinn, was da ist, ja, was da steht, was da spricht, hat einen gewissen Schutzanspruch. Aber das heißt jetzt eben nicht absolut unverhandelbar, sondern einer, zu dem Sie sich in Beziehung setzen. Und da können sich Dinge auch wandeln. Aber diese Grundhaltung dass da ein bewahrenswertes anderes ist, über das wir nicht einfach hinweggehen, wenn es unseren instrumentellen Zielsetzungen entgegensteht. Ja, das meinte ich mit einer Teilaufgabe eines absoluten Souveränitätsanspruchs. Ja, Sie wollten nochmal widersprechen? Ja. Ist so eine Redensart von mir, ist etwas gut, weil es alt ist, oder ist es alt, weil es gut ist? Ja. Also wird etwas trotzdem heute noch als Tradition gepflegt, weil es sich einfach bewährt hat. Naja. Also nicht bloß Treu der Väter Brauch und so, weil das halt immer schon so war, sondern weil ich das erkannt habe, dass mir das was bringt, dass das vielleicht auch anderen Menschen was bringen kann. Ja, aber natürlich geht es nicht immer. Also deshalb würde ich sagen, medio-passiv. Also es ist ja nicht einfach gut. Sie würden ja auch nicht sagen, da bin ich ganz sicher, dass alles, was alt ist, gut ist. Ja, also wenn man sagen würde, es ist gut, weil es alt ist, dann wäre alles, was alt ist, gut. Und das würden wir natürlich nicht sagen. Ja, also viele Sachen, die sind alt und schlecht. Ich meine wirklich, ja genau. Also ich meine mit Mediopassiv, ich weiß gar nicht immer, was die, ich meine, ich finde wirklich, ich habe es vorhin schon angedeutet, zum Beispiel Transsexualität, das wird in der Soziologie im Moment ganz stark diskutiert, ja auch gesellschaftsweit. Und da finde ich, kann man die beiden Sachen, die ich beide problematisch finde, gut sehen, weil ich plädiere ja für, ich nenne das Mediopassiv oder Medioaktiv.
Und es gibt irgendwie die einen sozusagen, da würde ich sagen, die ganz auf der Souveränitätsseite stehen, ja, gegenüber der Natur, die würden sagen, entscheid doch, ich karikiere es jetzt, aber nicht in böser Absicht. Ja. Da würde man sagen, ja, du entscheidest selber, ob du ein Mann oder eine Frau bist, und wenn du sozusagen den falschen Körper hast, dann operieren oder bauen wir den um. Das wäre die absolute Souveränität. Und dann gibt es aber auch die Gegenstimme, die sagt, nein, Gott oder die Natur hat dich als Mann gebaut, also nimm es gefälligst hin. Ja, dann bist du sozusagen komplett unterworfen. Und was ich meine, ist ein Medium, ein Antwortverhältnis, das Ergebnis offen ist. Es steht nicht fest, was die richtige Antwort ist. Aber hören und antworten heißt sozusagen, da ist etwas in mir in dem Fall sozusagen oder an mir, mit dem ich nicht übereinstimme, das mir etwas zu sagen hat und ich weiß noch nicht, wie ich darauf reagiere. Das heißt nicht, unterwirf dich einfach der Natur. Es heißt nicht, mach die Natur einfach neu, sondern medio passiv, hören und antworten. Und so, glaube ich, können wir mit dem Bestehenden in der Heimat umgehen. Ich hatte selber auch eine Frage. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Heimat ist da, wo ich mein Aggressionspotenzial nicht entfalten muss. Und dann ist dann, und wenn das so ist, ist dann mein Aggressionspotenzial in welcher Form auch immer, das kann jetzt ja sehr subtil auch sein, so wie Sie es vorhin geschildert haben, brauche ich das dann, um meine Heimat zu verteidigen? Weil da hätte ich es ja dann wieder nötig. Wie muss ich das denken? Schwierig, also in gewisser Weise würde ich zustimmen. Also Heimat ist der Ort, wo ich sozusagen nicht in einer Aggressionsbeziehung zur Welt stehe. Also insofern stimmt das ja. Also Heimat ist eine Beziehung zur Welt, in der ich nicht gezwungen bin, in Aggression zu ihr zu gehen. Aber nicht in Aggression zur Welt zu sein, heißt noch nicht sozusagen im Resonanz- oder Heimatmodus zu sein, weil es gibt auch die Indifferenzhaltung. Ja, und die kann fast noch schlimmer sein als die Aggressionshaltung. Ja. Wenn sie irgendwo hinkommen, ist ganz interessant, das passiert manchmal Leuten, zum Beispiel übrigens auch Studierenden, gerade unter Corona-Bedingungen. Ich bin wirklich, und das ist mir auch ein Anliegen, ich finde, dass wir uns fast seelischer Grausamkeit schuldig machen gegenüber Studierenden, wenn sie zum Beispiel Erstsemester sind, du kommst in eine neue Stadt, du bist zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen, das heißt, irgendwie hast du Heimat verloren und auch deinen Ort. Und dann sitzt du, ich kenne zum Beispiel jemanden gerade im Ausland, in einem kleinen Zimmer, und du hast nur digitalen Kontakt zu Menschen. Ne? Dann hast du vielleicht keinen Aggressionsmodus, gibt gar keinen Grund für Aggression, aber eine komplette Indifferenz, das sagt mir irgendwie alle, ich bin an einer schweigenden Oberfläche ausgesetzt. Also die Abwesenheit von Aggression stellt noch nicht Resonanz her oder Heimat her. Sondern Heimat ist dieses aktive Anverwandeln auch. Jetzt haben Sie aber gefragt, ob ich manchmal vielleicht kämpfen muss, um das zu bewahren, zu dem ich in Resonanz treten kann. Das finde ich eine große Frage, das weiß ich nicht, weil ich habe jahrelang immer, also ich bin fast geneigt zu sagen, ja, manchmal vielleicht ja, aber jetzt nicht Heimat kämpfen gegenüber die Fremden sozusagen, weil das wäre falsch. Aber ich habe früher immer gesagt, ich bin gegen Kämpfen. Irgendwie meine ich das auch immer noch, weil meine Studierenden, überhaupt Soziologen, die denken immer, es geht um soziale Kämpfe. Und ich sage immer, hört doch mal mit den Kämpfen auf. Das Soziale geht nicht in erster Linie über in Kämpfen, sondern in Resonanzen. Aber es könnte natürlich sein, dass man manchmal gegen das kämpfen muss, was Resonanzräume zerstört. Ja, also diese Art von, ist aber dann nie als Endziel, sondern nur als vorübergehende, als vorübergehende Haltung zur Wiederherstellung oder zur Herstellung von Resonanzräumen kann dann vielleicht auch Aggression mal angemessen sein. Hier ist noch eine Wortmeldung. Oder wir fangen hier auf. Nee. Ja, vielen herzlichen Dank auch. Was Sie beschrieben haben, diese Resonanzbeziehung ist ja sehr individuell, subjektiv. Für mich wäre die Frage, wie kommt das Wir jetzt hier ins Spiel, also in Titel beispielsweise. Also klar kann ich mich als Individuum einer Heimat hingeben und so weiter, und das bleibt aber doch dann sehr, sehr individuell, und wie komme ich mit anderen dann wieder in Kontakt? Ja, also das ist bei der Art, wie ich die Theorie aufsetze, ist es irgendwie erstmal ein Problem, dass man auch denkt, das ist wirklich subjektiv. Aber ich meine, meine erste Antwort darauf zu sagen ist, es ist eigentlich nicht subjektiv, weil Resonanz nicht eine subjektive ist, nicht eine Geisteshaltung und ist nicht eine subjektive Erfahrung oder Einschätzung, sondern eine Beziehung. Also ob wir sozusagen miteinander in Resonanz kommen, hängt nicht nur an mir, nicht nur an Ihnen, sondern geschieht zwischen uns. Und ich glaube, dieses Zwischen kann natürlich insbesondere im politischen Raum natürlich zu einem Resonanzraum werden. Weil ich meine, ich muss noch was dazu sagen, ich glaube, die Art der Beziehung, die man herstellt, zum Beispiel auch jetzt, ja, ist natürlich ganz stark institutionell geframed. Ja, man kann immer nur bestimmte Formen der Beziehung eingehen. Zum Beispiel an einem Tall Point, habe ich neulich gerade geschrieben, finde ich ganz interessant, wenn Sie an eine Zahlstelle an der Autobahn kommen in Italien oder Frankreich oder so, die ist so dermaßen nicht auf Resonanz ausgelegt. Das ist eine stumme Weltbeziehung. Natürlich können Sie trotzdem ein Wort wechseln oder lächeln, aber das hat sozusagen mit der Institution dann nichts zu tun, sondern stört eher, weil es Zeit
kostet. Deshalb würde ich sagen, wenn die Idee ist, Heimat ist ein Resonanzraum, dann ist natürlich die Frage, wie gestalten wir die Institutionen, dass Resonanzbeziehungen möglich sein können? Wie schaffen wir Resonanzräume? Und in dieser institutionellen Begegnung, politischen Begegnung, können natürlich dann auch Resonanzen zwischen vielen entstehen. Ich würde sagen, bei so einer Diskussionsveranstaltung. Ja. Weil wenn tatsächlich kann das ein Problem sein, dass zwei in Resonanz sind, aber 100 nicht. Ne? Und dann würden die anderen 100 sagen, ja, aber irgendwie, das war eine blöde Diskussion, lass uns das mal ändern. Ne? Und deshalb glaube ich, man kann daran schon sehen, wie man kollektive Resonanzräume schaffen kann. Ja, ich habe mich während Ihres Vortrags gefragt, wie das bei den jetzt jungen Menschen ist, die jetzt aufwachsen. Ich habe 3 Kinder und unser Sohn hat es relativ spät bekommen zu seinem Leidwesen, aber ab 12 spielt das Handy eine massiv große Rolle. Wie das ist, mir ist da irgendwie dann das Wort Antiresonanzinstrument oder auch Entfremdungsinstrument eingefallen. Spielen die ganz normalen Dinge immer noch eine Rolle? Sie haben vorhin die schönen Wörter Hecke, Musik und so weiter gebracht. Es gibt immer noch Vereine, Schule, Instrumente, Familienleben und so weiter, aber das greift so massiv in die Beziehung ein. Dann kommt ja noch das dazu mit dem Messen. Also das ist ja alles immer mit Messen und schneller und weiter. Ich frage mich, was dazu Ihre Gedanken sind. Es würde mich interessieren. Das ist leider auch ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich weiß nicht so richtig, was. Also ich würde erstmal spontan sagen, ich glaube, das größte Problem bei Handys ist nicht, dass Kinder süchtig danach werden, sondern Eltern. Das glaube ich übrigens wirklich, weil nämlich leibliche Kopräsenz ist einfach gerade für ganz kleine Kinder so wahnsinnig wichtig. Ja, es gibt, wenn selbst im Haushalt oder so, von meinem Hannes Taugwalder in Zermatt oder so, ja, wenn die haben nebeneinander hergearbeitet, aber es gab immer einen Sinn dafür, für die leibliche Kopräsenz des anderen. Komischerweise verschwindet es, wenn ich komplett im Handy eingebaut bin. Und kleine Kinder sind Resonanzwesen. Und wenn die Mutter oder der Vater oder wer immer das dann ist, sozusagen die ganze Zeit am Handy hängt, ich glaube, da fängt das Problem an, ja nicht erst, wenn die Kinder selber am Handy hängen. Und jetzt ist es halt ganz schwierig. Ich meine, wir sind in einem globalen Experiment, bei dem keiner genau weiß, was rauskommt. Das ist so ähnlich wie bei Corona. Ja. Deshalb würde ich schon sagen, da kann keiner einfach hingehen und sagen, ich weiß es so, du weißt es nicht. Weil es gibt die einen, die irgendwie sagen, aber eigentlich sind diese neuen sozialen Medien klasse. Das sind doch gerade Resonanzinstrumente, ja, mit denen ich dauernd angerufen werde. Ja. Es vibriert in der Hosentasche, wenn was kommt. Und ich erfahre mich als selbstwirksam. Anders als das Fernsehen, wo ich nur passiv rezipiere, kann ich da selber etwas tun. Deshalb kann man erstmal sagen, das stellt doch eigentlich Resonanzbeziehungen her. Aber trotzdem teile ich Ihr Gefühl, irgendwie sind Bildschirme Resonanzkiller. Ja? Und jetzt müssen wir genau herausfinden, warum. Meine Vermutung ist, bei dieser Art medialer Selbstrepräsentation und Interaktion genau die Resonanzpunkte nicht oder nicht richtig erfasst werden. Ja? Die Transformation, die Selbstwirksamkeit, die sind immer nur so bedingt. Also es scheint da ein Problem zu geben oder es gibt da ein Problem. Ich habe aber trotzdem Hoffnung aus 2 Gründen. Das eine ist, oder aus 2 miteinander verknüpften Gründen, Menschen sind von Natur aus Resonanzwesen. Wir werden gar nicht zu einem denkenden Subjekt, wenn wir sozusagen uns nicht in den Augen der anderen erkennen und diese feinen Wechselwirkungen etablieren. Und Jugendliche haben dafür einen ganz starken Sinn. Ja, das finde ich ganz interessant eigentlich, weil ich habe gerade für eine Schülerzeitung geschrieben, an der die Schüler selber diese Frage hatten. Die haben irgendwie, in Bruchsal gibt es eine Schule, die hatte als Jahresmotto Be a Resonator und die wollten wissen, ob soziale Interaktion Resonanz killt oder verstärkt. Und die sind da selber eigentlich ganz skeptisch. Und was ich das Interessanteste finde, ist, dass die Studierenden diejenige Gruppe, ich meine, es ist interessant, was wir gerade machen, ein bisschen pervers, Universitäten sind die einzigen Institutionen im ganzen Land, die überhaupt nicht auf Präsenzunterricht dringen. Ja, ich meine, jeder Kindergarten, jede Schule, jeder Hospitalhof will Veranstaltungen machen. An der Uni, wir haben schon im März gesagt, ach, wir machen auch das Wintersemester digital. Ja, ist nämlich super, da spart die Uni Geld an Räumen, die Dozenten können zu Hause bleiben, brauchen nicht mal mehr pendeln, die Studenten müssen auch nicht in die Stadt ziehen und den politischen Unruheherd Unistadt hast du auch noch abgeschaffen. Aber Studierende verlangen, dass sie sich sehen, dass wir Präsenz machen. Ja, ich glaube, die machen gerade jetzt auch die Erfahrung, was da fehlt. Deshalb vielleicht finden wir ja langfristig die richtige Balance. Aber ehrlich gesagt, so richtig weiß ich es auch nicht. Ja, hier war noch eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich würde mich noch interessieren, wie Sie es sehen, dass Heimat nicht im Singular, sondern im Plural gedacht wird und wie dann die Resonanzräume sich dazu verhalten.
Also wenn man eben sich an verschiedenen Orten der Welt, als Ort, aber auch mit den dortigen Menschen zu Hause in der Heimat fühlt. Ja. Ja, das scheint mir erstmal völlig plausibel. Also es gibt keinen Grund, jedenfalls keinen theoretischen Grund dafür zu sagen, Heimat muss exklusiv sein. Es kann nur eine Heimat geben. Das ist, glaube ich, falsch. Und ich würde auch wirklich sagen, wenn man Heimat als Haltung beschreibt, was ich sehr sympathisch finde, da stellt man plötzlich fest, man kann die in sehr unterschiedlichen, auch in abstrakten Hinsichten haben. Ja, wenn Sie zum Beispiel irgendwie gläubig sind, also ist es völlig egal wie, sagen wir mal, Sie sind Zeugen Jehova oder so, da können Sie sagen, wann immer ich in diesem, ich weiß gar nicht, was die haben, Königssaal oder wie das heißt oder so, wann immer ich in so einen Saal eintrete, fühle ich mich zu Hause. Natürlich, kann eine Heimat sein, aber auch mein Heimatdorf kann es trotzdem sein oder es kann dann irgendwie die Uni-Aula sein oder es kann, habe ich ja schon gesagt, was weiß ich, von mir aus die Lufthansa Lounge, obwohl mir das schwerfällt, das zu denken, aber nun gut. Und auch zum Beispiel, wenn ich Heavy Metal Fan bin, ja, wenn Bass und Schlagzeug einsetzen und die Gitarre dazu ist, habe ich diesen Sinn, ja, da merke ich dieses, also ich glaube, das geht. Allerdings, es geht vermutlich nicht unendlich oft, weil ich dann die eigene Stimme verliere. Ja, also eine Resonanzachsen, glaube ich, bedürfen schon auch der Pflege, ja, dass man diese wechselseitig transformative Beziehung wirklich spürbar und lebbar macht. Deshalb sind die nicht beliebig vermehrbar und nicht beliebig wechselbar, aber sie müssen nicht auf eins beschränkt sein. Ja. Es kann natürlich sein, dass unterschiedliche Resonanzachsen miteinander in Spannung geraten. Das passiert ja ständig. Das wissen wir auch in unserem Leben. Ja. Die Familie oder der Ort oder die Familie und der Beruf und so. Die Arbeitssphäre übrigens ist auch interessant. Das ist ganz interessant. Kann das Büro zur Heimat werden? Ali Hochschild hat darüber geschrieben, dass viele plötzlich engere Beziehungen, die fühlen sich wohler am Arbeitsplatz als zu Hause. Eine hochinteressante gesellschaftliche Entwicklung. Ne? So, ja, bitte hier noch eine Wortmeldung. Bei dem, was Sie gerade sagen, denke ich, wir werden nach Corona uns wahrscheinlich ganz neue Fragen nach den Orten stellen. Also Fußballarenen, Musikpaläste, es ändert sich da gerade was. Die Vereinskultur ist eh gefährdet, unsere Wirtshäuser auf den Dörfern gibt es nicht mehr. Und wir kriegen gerade, so wie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine Schubkraft, auch in Bezug auf neue Orte nach Corona. Ja, das ist eine etwas beunruhigende Überlegung, dass man sagt, aber ich weiß es nicht, ob es stimmt. Aber also die Überlegung würde erstmal heißen, genau diese Orte, in denen wir diese Haltung einnehmen konnten, ja, die sind gerade in Gefahr. Der Chor ist sowieso mein Lieblingsbeispiel, weil man beim Singen sozusagen alle diese Momente hat. Aber Chorsingen ist besonders gefährlich. Selbst Gottesdienste sind gefährlich. Fußballspiele sind abgesagt. Kinosäle werden wahrscheinlich demnächst wieder geschlossen. Was noch geht, sind digitale Räume. Und die Frage ist, ob wir digitale Resonanzräume schaffen, da sind wir wieder bei dem Problem. Ich bin da auch skeptisch. Also ich würde nicht sagen, dass wir sie gar nicht haben sollten. Wenn ich keine andere Möglichkeit habe, schafft es eine Art von digitalen Raum, aber es kann das nicht ersetzen. Ja, das ist einerseits ist es so, aber andererseits würde ich sagen, wir sollten es trotzdem, wir können es auch als Chance begreifen, weil unsere Weltbeziehung als Ganzes plötzlich wieder in Frage steht und das ist nicht so falsch. Und übrigens auch, weil wir nicht so weit reisen können. Ja, ich meine, wir haben nämlich diese Haltung sowieso auch deshalb verloren, weil ich meine, sehr viele, die wir hatten, da muss man nicht zur Elite gehören, die dauernd um die Welt chattet. Das war gerade bei Jugendlichen auch häufig so, diese Woche da, nächste Woche da und dann noch schnell am Freitag können wir doch noch schnell dahin und dorthin, weil Reisen in vielerlei Hinsicht billig geworden ist. Und Corona hat uns erstmal, besonders in Zeiten von Lockdown oder Fast-Lockdown oder Shutdown, an einen Ort gestellt, sozusagen die Welt wieder konzentrisch aufgebaut um uns herum. Ja, ich kenne meinen Ort, meine Wohnung jetzt sehr gut, weil ich da irgendwie 3 Monate war und irgendwie auch noch die Straßen drumherum, also in meinem Heimatort, in dem ich schon eigentlich seit ewig war, habe ich jetzt plötzlich ganz neue Wege kennengelernt. Ich habe einen kleinen Weiher gefunden, ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Also da können auch neue Resonanzbeziehungen entstehen dadurch, ja, dass man Welt nochmal neu entdeckt. So, ich glaube, die Frage nehmen wir hier vielleicht. Nein, alles gut, ganz kleinen Moment, das Mikrofon kommt. Stark in Resonanz, mir kommen dann ganz viele Ideen und zwar mein Sohn, der Wirtschaftswissenschaften studiert und tatsächlich zu Hause am PC Online-Unterricht hat, wo ich auch sage, ich bin fassungslos, als ich studiert habe, diese politische Diskussion, die wir an der Uni geführt haben, die Friedensbewegung, Frauenbewegung, was wir alles aus den Unis rausgebracht haben, das liegt brach. Und Wirtschaftswissenschaften unter Corona, da denke ich, da müssen die Studenten, da müssen denen die Köpfe rauchen.
quasi. Die müssen jetzt diskutieren und die sitzen vor ihren Computern und lernen Stoff auswendig. Und also es ist so grauenvoll. Und das andere ist, ich wollte noch so einen interkulturellen Aspekt reinbringen, dass auch Resonanz in Kulturen sehr verschieden ist. Also wenn man zum Beispiel nach USA geht, habe ich mich so gewundert, dann am Supermarktkasse, dass sie sagen, how are you? Oder der Busfahrer, thank you, dem Busfahrer, wo man dann gemerkt hat, wie in Kulturen Resonanz verschieden ist und wie dann auch, also ich habe sehr viel mit Geflüchteten zu tun, viele Jahre arbeite ich auch jetzt noch mit den Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe und dass die immer sagen, in Deutschland kommt es mir so kalt vor und da meinen die nicht einzelne gute Kontakte, die sie haben, sondern dieses sich grüßen, anschauen in der Bahn, einfach mal ein paar Worte wechseln, dass ihnen das fehlt. Also da in Kulturen auch diese Resonanzsachen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Ja, es ist wirklich auch eine Wahrnehmungsfrage. Also meine Hoffnung ist wirklich, dass sich das immer wieder durchsetzt. Übrigens gerade, wenn ich in Resonanz mit mir bin, mit mir, gibt auch sowas wie eine Selbstresonanz übrigens und eine Resonanz mit der Welt, in der ich lebe, dann werde ich offen für Fremdes. Da wird es interessant und attraktiv, ein anderes zu hören und damit in Beziehung zu treten. Wenn ich aber in einem Aggressionsverhältnis übrigens zu mir und zu anderen lebe, dann will ich es schließen, weil mir dann das Fremde immer noch als zusätzliche Bedrohung erscheint. Nochmal ganz kurz zu der Sache mit den Studierenden. Also da würde ich halt wirklich sagen, weil diese Erfahrung machen wir jetzt alle gerade an der Uni und eigentlich bringt das, weil Bildung interessiert mich sehr stark und meine These ist übrigens, dass Bildung die Aufgabe hat, Resonanzachsen zu erschließen, eigentlich die Welt resonant zu machen für Jugendliche, dass die, wenn sie irgendein Fach haben zum Beispiel, also Wirtschaft ist es jetzt nicht ganz so einfach, es geht auch da. Aber leichter geht zum Beispiel in Biologie oder so, dass plötzlich das Leben der Pflanzen und der Tiere mir was sagt, dass mich das interessiert. Oder Physik, die Sterne werden plötzlich interessant, die haben ja was mit mir zu tun. Die gehen mich was an und ich kann da auch was erkennen. Die Gedichte im Deutschunterricht oder die Romane oder die englische Sprache oder so. Und natürlich geht es auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen, Produktion, Konsumtion und solche Sachen. Und was ich glaube, ist doch wirklich so, zum Beispiel Kinder gehen in Religionsunterricht. Die Frage ist jetzt, um jetzt nur dieses Beispiel zu nehmen, einfach willkürlich, ob diese Resonanzachse für sie zum Sprechen gebracht wird oder nicht. Die können unter Umständen dann rausgehen, nach 10 Jahren, nach 12 Jahren aus der Schule und sagen, ach, Religion interessiert mich nicht. Das gilt aber auch fürs andere. Sie gehen in Musikunterricht. Musik kann doch eine unglaublich starke Resonanzachse sein. Kann sein, dass Kinder sagen, ach, ich bin unmusikalisch. Das gleiche gilt für den Sportunterricht. Ich bin unsportlich. Oder halt, Geschichte interessiert mich überhaupt nicht. Oder Bio, finde ich, habe ich so schnell möglich abgewählt. Dann gehen diese Resonanzachsen zu. Und ich finde, das wichtigste Aufgabe einer Schule, eines Bildungswesens ist, diese Resonanzachsen aufzuschließen. Welt zum Sprechen zu bringen. Und was ich meine ist, und das ist was anderes als Stoff vermitteln, Kompetenzen abfragen. Weil ich kann im Bio eine 1,0 haben und sagen, ach, ich finde Bio tot langweilig. Kompetenz ist nicht Resonanz. Und was ich nämlich sagen will, Kompetenz ist etwas, was ich mir aneigne. Ich kann es jetzt, selbst im Tiefschlaf, wenn man mich weckt. Resonanz ist, da passiert was zwischen mir und dem Stoff. Und was ich sagen will ist, digital können Sie gut aneignen, aber nicht anverwandeln. Also man kann Stoff aneignen, Kompetenzen vermitteln. Sie können Informationen bereitstellen und aufbearbeiten und mit tollen Fragen versehen. Aber diese Anverwandlung, die diskursiv im Streit auch passiert, die geht eben nicht so gut. Und ich wollte noch was zu dem zweiten Aspekt sagen, jetzt habe ich den vergessen. Nochmal? Ja, also diese, ja, ach so, ja, aber das ist, es ist halt nicht so leicht zu sagen, weil der Witz ist, dass man dann immer dem anderen unterstellen kann, dass er ja nur strategisch lächelt. Übrigens finde ich wahnsinnig interessant, die Vorbehalte, die viele Deutsche gegenüber den Amerikanern haben, scheinen mir identisch zu sein mit denen, die bis heute viele Ostdeutsche gegenüber den Westdeutschen haben. Das ist wirklich interessant, dass die nämlich nur strategisch lächeln, oder so. Ja, die sind immer nett und eloquent und sagen gleich, ja, how do you do und so. Aber in Wahrheit interessieren sich überhaupt nicht für dich. Ist halt eine Verkaufsmasche, oder so, könnte man sagen. Ich sage dann immer, ja, es gibt sowas wie, das hat eigentlich, glaube ich, dass das Argument richtig ist. Hirschmann hat es mal die zivilisierende Kraft der Heuchelei genannt. Ich frage, wie geht's? Und eigentlich ist es mir scheißegal. Aber einfach dadurch, dass ich es gesagt habe, dass ich gelächelt habe, das ändert sogar meine eigene Befindlichkeit und stellt eben sowas wie eine Grundvoraussetzung für Resonanz dar. Insofern, aber es ist wirklich interessant. Also wie Sachen wahrgenommen und wie sie praktiziert werden, ist tatsächlich von Kultur zu Kultur verschieden. Ich glaube, wir können das fast als Abschlusswort stehen lassen, zumindest für diesen Teil. Lieber Herr Rosa, ganz herzlichen Dank. Sie haben uns Resonanzbrücken gebaut heute Nachmittag. Resonanzbrücken auch in den Raum. Man hat es bei Ihnen gemerkt an diesen vielen hochinteressanten und im besten Sinne des Wortes neugierigen Fragen, dass hier eine gewisse Resonanz im Raum entstanden ist. Das verdanken wir vor allem Ihnen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Wir sehen Sie heute Abend nochmal. Vielen Dank bis hierher. Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke Ihnen.
Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich das noch kurz sagen. Wir machen jetzt 45 Minuten Pause. Sie merken dem Programm an, wir haben die Pausen sehr großzügig angelegt aus unterschiedlichen Gründen. Lüften, Sie können ganz in Ruhe rausgehen, Sie finden draußen Getränke, mehr dürfen wir leider nicht anbieten, aber Sie haben in den 45 Minuten natürlich auch die Gelegenheit, in den angrenzenden kleinen Bäckereien oder wie auch immer, sich eine Stärkung zu holen. Eine kleine Stärkung haben Sie auch am Platz schon gefunden, das haben Sie sicherlich schon gemerkt. Und um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit Professorin Dr. Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, und Ishoma Mangold von der Zeit. Es geht um Literatur und Sprache als Heimat. Ganz spannend, ich bin sehr gespannt. Bis nachher, danke.